So. Philipp, ich grüße dich. Schön, dass wir zueinander gefunden haben. Ja, sehr schön. Freut mich auch. Wir können uns sehen, wir können uns hören, wir können quasi loslegen. Wo ist das? ich muss dich gleich was fragen. Obwohl, wir können nicht. Wir müssen erstmal das Alltägliche machen. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Gut, sehr viel los aktuell. Wir sind gerade in Hochdruckvorbereitung für den Prototypen und deswegen ist natürlich sehr viel Arbeit anstehend, sehr lange Tage. Aber ansonsten geht's mir ganz gut. Meine Verletzungen heilen immer besser und dem her passt es immer besser. Ja. Deine Verletzung? Was für Verletzung? Ja, ich hatte vor 2 Monaten oder vor 2,5 Monaten mittlerweile einen schweren Motocross-Unfall. Und da war ich gerade, ja, da hatte ich mich gerade selbstständig gemacht, 5 Tage davor. Und dann bin ich da durch die Luft geflogen und hatte mir den Rücken mehrfach gebrochen und beide Arme gebrochen. Und das Timing war natürlich ideal. Und jetzt musste ich mich halt da wieder Leben finden. Und das manchmal, manche Wochen sind dann ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter, aber. Das war halt so vom Timing her super schlecht. Deswegen gehen wir halt jetzt richtig Gas, um das wieder ein bisschen aufzuholen. Das ist ja richtig unangenehm. Ja, das war tatsächlich war eine Erfahrung. Also du hast aber ja, ich bin froh, dass ich stehen kann und lebe. Also tatsächlich war beides nicht unbedingt so logisch bei dem Unfall. Ich wollte gerade sagen, musst du jetzt stehen aktuell oder kannst du sitzen? Also ich, sitzen kann ich auch. Also ich stehe bloß auch manchmal, also gerade wenn ich spreche. Ja. Sag mal, in einem High-Stake-Emotion bin, dann stehe ich lieber auch, aber also ich kann stehen, sitzen, liegen und kann jetzt auch wieder viel mehr Dinge machen, aber ein paar Wochen lang hat es gedauert, bis ich da wieder on top war. Also hast du jetzt zwischen dem letzten Mal, was wir telefoniert haben, und dem E-Mail-Verkehr den Unfall gehabt? Nein, also den Unfall, den hatte ich, bevor wir telefoniert hatten. Ah, genau. Okay. Ja, deswegen war das so gerade für mich. Aber ja, genau, das war Anfang Mai, ja. Ich muss dir gleich die erste Frage stellen. Warum zum Kuckuck hast du einen Container im Hintergrund und was ist da drin? Das ist ein Geheimnis, was da drin ist. Nein, Spaß. Also das ist, ich bin hier gerade im Brick Makerspace. Das ist ein Gründungszentrum das Gründungszentrum mehr oder weniger von Ingolstadt. Mhm. Das ist so eine alte Schmiede, ein altes Backsteingebäude, richtig cool von außen. Und das haben die komplett restauriert für Startups. Mhm. Und jetzt sind über mir lauter Startups drin, die hier halt ein Büro haben. Und ich bin im Keller, wo der ganze Makerspace ist. Also da sind lauter Werkzeuge drin, also 3D-Drucker, Drehmaschinen, Fräsmaschinen, riesige Sägen, Lasercutter. Also wirklich alles, was man so braucht und alles, was ich auch so brauche, um an meinem Prototypen zu arbeiten. Und deswegen war die Idee, dass ich hier praktisch meinen Cage habe. Also ich kann mal die Kamera nehmen und mal kurz rumzeigen, wie das so in der Summe ausschaut. Also das ist halt hier relativ hohe Decken und dahinter ist der Container. Ich hoffe, es verwackelt nicht zu sehr. Nee, ist okay. Und genau, das ist so praktisch die Gitterbox. Und da geht's dann raus. Genau, und hier, also da ist dann praktisch noch ein größerer Space, ja, wo sich dann die ganzen Gründer, Maker zusammenfinden. Und ja, ich bin jetzt der Einzige, der jetzt so einen Cage hat und auch als Resident oder als Startup geführt wird. Die meisten Startups haben halt ihren Platz oben. Mhm. Aber die machen auch thematisch halt andere Themen und für mich ist es praktisch sehr sinnvoll, dass ich so nah an den ganzen Werkzeugen dran bin. Musst du dich da einkaufen oder wirst du quasi subventioniert, weil die Leute dich fördern wollen? Ja, schön wäre es, wenn ich subventioniert würden werde. Ja. Also ich muss praktisch eine Miete zahlen hier. Ja. Das ganze Brick, also der ganze Makerspace, der ist staatlich gefördert. Also grundsätzlich würde man eventuell sonst mehr zahlen müssen, für ein vergleichbares Angebot. Aber also ich persönlich bin jetzt nicht gefördert, das ist alles bootstrapped. Ich finanziere mich praktisch aus meinen eigenen beiden Hosentaschen. Ah ja, okay. Genau. So, jetzt kommen wir trotzdem mal zu dem Container. Was, ja. Ist in dem Container jetzt wirklich Werkzeug drin oder hast du die Hater da drin? Also der Container, ehrlich gesagt, der gehört auch gar nicht zu mir. Also mein. Ach so! Vor dem Container auf, ja, noch. Und jetzt ist der Plan, also ich meine, wir sind ja gerade hier im Prototypen-Pre-Status und der Plan ist, wenn das Unternehmen, also ich bin Einzelunternehmer, wenn wir das wirklich gegründet haben als ordentliche Firma, sag ich mal, und am Markt sind mit unserem Produkt,
dann ist die Idee, dass wir in dem Container dann auch unsere Produkte auch fertigen tatsächlich. Ah, alles klar, okay. Aber Stand heute brauche ich den so viel Platz noch nicht. Mhm. Also der Container gehört noch zum Makerspace selber. Ah ja, okay. Und ich bin praktisch hier davor in der freien Fläche und bastel da in meinem Simulator. Schön. Genau. So, aber wie bist du denn jetzt auf den Trichter gekommen? Also du machst jetzt, okay, warte mal, fangen wir mal ganz vorne an. Du machst jetzt also einen Sitz, der G-Kräfte simuliert für Simracing, oder soll das auch für was anderes sein? Also die primäre Idee ist schon nur für Simracing. Okay. Ich habe jetzt schon öfters das Feedback gehört, also auch für Flugsimulatoren, dass das vielleicht interessant wäre. Mhm. Das wäre vielleicht dann so eine Erweiterung, aber auf die fokussiere ich mich gerade gar nicht. Also weil ich selber habe einen motorsportlichen Background und für mich ist Simracing das Thema der Wahl. Ja. Und wenn man aber sagt, okay, gut, für manche Flugsimulanten wäre das auch interessant, dann kann man das sicher auch implementieren und die Technik dafür ist auf jeden Fall da. Und G-Seats gibt es auch für Flugsimulatoren, klar. Also das wäre grundsätzlich schon möglich, aber ist nicht mein Fokus, sage ich jetzt mal. Okay. Aktuell noch nicht, ja. Das heißt also, wann hast du dir das überlegt? Also hast du jetzt, bist du so ein Mensch, ich bin gerade aus dem Studium raus, ich sage jetzt einfach nur, ich habe Maschinenbau studiert und ich will jetzt einfach mal was Neues machen, oder wie bist du auf den Trichter gekommen, in die Richtung zu gehen? Also was hat dich da hingebracht zu dieser Idee? Also grundsätzlich glaube ich, also ich persönlich bin ziemlich viel interessiert an verschiedenen Themen. Ich hatte auch schon mal vor einigen Jahren gegründet und habe studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Genau mit der Idee damals auch, okay, dann kann ich sowohl Technik als auch BWL, was ich vorher nicht wusste, dass man beides dann nicht so wirklich richtig kann. Aber das kommt ja dann eh in der Praxis, ja. Von dem passt es dann schon. Und ich habe während meines ersten Jobs schon mal eine Firma gegründet, die war im Bereich Novel Food. Da habe ich Backmischungen, also Proteinbackmischungen mit Insektenmehl entwickelt und vertrieben auch tatsächlich. Da haben wir auch einen Innovationspreis gewonnen. Es war alles ganz schick, hat sich immer toll angehört, aber der Markt war einfach nicht da und ist leider auch nicht da. Und dann habe ich die Firma auch wieder zumachen müssen. Ja. Und genau, und für mich war aber immer das Thema Gründen oder war für mich immer ein interessantes Thema. Und Racing war für mich auch schon, also seitdem ich ein kleines Kind bin, praktisch mein Thema. Also ich bin mit 5 Jahren das erste Mal Leihkart gefahren oder sechs Jahren, genau. Und wollte dann immer Rennfahrer werden und habe dann angefangen, meine Eltern zu betteln, dass ich ein Rennkart geschenkt bekomme. Und irgendwann mit 11 Jahren habe ich gesagt, ich möchte 4 Jahre lang überhaupt kein Geschenk mehr, aber dafür ein Kart, bitteschön. Okay. Und dann habe ich tatsächlich ein Kart bekommen, also war super alt und man hätte auch keine Rennen damit fahren können, weil das einfach, also es war nicht mehr rennzulässig, aber es war auch viel zu schnell und viel zu groß für so einen Elfjährigen. Es war so ein Senior-Kart, 150 km/h Spitze und knapp 40 PS, also es war völlig absurd, das Kart. Und damit bin ich halt dann ein paar Jahre lang halt immer abends oder so, wenn mein Vater Zeit hatte, sind wir halt auf die Rennstrecke gefahren. Da habe ich Driften gelernt, weil wir auch nur alte Holzreifen hatten, sag mal. Also die halt einfach keinen Grip hatten, aber dafür halt günstig waren. Und dann bin ich nur die ganze Zeit durch die Gegend gedriftet im Prinzip. Und dann irgendwann mal durfte ich dann die ersten Rennen fahren mit einem alten Kart, also mit einem neueren Kart, aber halt kleinere Leistungsklasse. Und genau, dann bin ich halt da irgendwann mal süddeutscher Meister geworden und dann deutsche Meisterschaft gefahren, aber da dann das Geld dann aus, weil Kartsport ist damals schon richtig teuer gewesen. Jetzt mittlerweile ist es gar nicht mehr bezahlbar, aber das war früher auch schon, also ja, vor 10 Jahren war das ungefähr, oder 15 Jahren, dann war das einfach schon so teuer und mein Vater ist halt nur Angestellter und da ist halt dann irgendwann mal wirklich schnell die Kohle aus und naja, und dann habe ich leider irgendwie so das Professionelle oder diesen Karrierepfad so ein bisschen an den Nagel hängen müssen. Und, aber Simracing kam dann irgendwann mal so in mein Leben, aber das ist dann deutlich später gewesen eigentlich. So, davor war ich halt immer so ein bisschen nicht so richtig Simracing, sondern mit so einem alten Omo-Lenkrad am Tisch angeklemmt und so. Und das war halt, sag ich mal, angefangen vor einigen Jahren und war aber nie so wirklich professionell. Und vor vier, fünf Jahren oder sowas, habe ich dann mir so ein Playseat gekauft und eine Fanatec-Ausstattung und das war schon für mich damals schon ein Upgrade, sage ich mal. Ja. Aber so richtig mehr geworden ist es dann, als ich mir vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, dann den Simulator oder die Grundvariante, die Simlab P1 und SimuCube und Racing World Paddles auf der Messe mal mitgenommen habe und da habe ich dann mal angefangen, mehr so Rennen zu fahren und dann dachte mir, okay, gut, eigentlich ist das ja ein Thema, was mich richtig interessiert und nach der erfolglosen Geschichte mit Prento hieß die Insektenfirma, dann dachte ich mir, okay, jetzt möchte ich was machen, wo ich wirklich intrinsisch auch voll dabei bin, weil das Insektenthema, das war mehr so einfach nur Interesse oder
vielleicht könnte das funktionieren, aber Simracing oder Motorsport ist halt einfach schon, seitdem ich, seit 24 Jahren mein Thema. Ja. Ja. Und deswegen dann die Idee, okay, was kann man so im Simracing machen, wo kann man noch was optimieren? Und ja, eigentlich wollte ich mal eine Racing Lounge aufmachen, ist immer noch so die Idee, das würde ich gerne machen. Und da war die Idee, okay, wie kann ich mich da mit der Racing Lounge auch differenzieren zum Markt? Weil das wurde nichts, das ist auch sehr, oder aktuell ist auf Eis gelegt, zu viel Kapitaleinsatz, den man da bräuchte. Und das war dann Ukraine-Krieg, Zinsen sind hochgegangen, man musste nicht Gas- und Strompreise und ja, so weiter und so fort. Und da war aber die Idee, okay, wie kann ich die Racing Lounge halt spezifisch oder wirklich herausstechen lassen? Und für mich ist das Thema Immersion, weil ich halt aus dem richtigen Motorsport komme, ist für mich halt, wenn ich im Simulator sitze, möchte ich das so realistisch wie möglich haben. Und Gehkräfte darstellen, das ist halt was man nicht so wirklich machen kann. Also auch wenn ich jetzt hier einen Full Motion habe mittlerweile, also ich habe mir den selber zusammengebaut mit SFX 100 heißen die Dinger, ja, wo man sich die Aktuatoren wirklich aus 3D-Druckteilen und cool Gewindetrieben zusammenbaut, nach Anleitung zwar, aber trotzdem ist auch relativ aufwendig, sag ich mal. Ist super geil, macht Spaß zum Fahren. Aber konstante Gehkräfte, wenn man in der Kurve fährt und dann wirklich dieses, es drückt dich in den Sitz, dieses Feeling, es ist nicht da. Ja. Und da war für mich dann klar, okay, das kann man das machen oder wie kann man das machen? Und dann habe ich halt recherchiert und es gibt schon G-Seats am Markt grundsätzlich, aber sehr, sehr wenige. Also gibt einen in Amerika, der das herstellt und einen in England. Die machen das aber mechanisch, also mit Druckplatten. Mhm. Und dann gibt's, war für mich die Idee, okay, warum nicht pneumatisch machen, elektropneumatisch, dass man Druckkissen hat, die auf einen zudrücken. Und da gibt es einen einzigen Anbieter, habe ich dann leider auch gefunden, tatsächlich schon, Cranfield Simulations heißen die, aber die machen also Highest-End G-Seats, also die Dinger kosten auch 30.000 Pfund. gut. Da dachte ich mir, okay, das fällt raus für den normalen Simracer, das ist einfach nicht interessant. Und ich möchte halt einen bauen, der wirklich geil ist und wirklich aussteigt und mit so einem Grinsen halt nicht mehr weiß, okay, wie stark das ist zum Fahren, und aber trotzdem halt noch in einem bezahlbaren Range. Und das ist das Ziel mit dem Sitz. Ich muss jetzt eine kurze Zwischenfrage stellen und das lenkt auch wieder ab, aber was heißt, okay, du hast dir das von der Messe mitgenommen? Gibt es Ratschläge für Menschen, die jetzt demnächst auf der Simracing Expo sind? Wie können die Sachen mitnehmen? Was bedeutet das? Also was ich halt gemacht habe, war halt, ich bin halt dann am Sonntagabend oder so, das 2019, glaube ich, genau, 2020 ist er ausgefallen wegen Corona, meine ich. Mhm. Und dann war ich 2019 da am Ende, am Sonntag bin ich halt zum Simlab-Stand hingegangen, habe gesagt, hey, was ist mit dem Rig? Kann ich das haben? Und die, für die ist es halt mehr Aufwand, das Ding wieder zusammenzubauen und wieder mitzunehmen, und die verkaufen das dann lieber. Und auch das Wheel, also ich habe so ein Cube Formula Wheel, ja. Da habe ich auch gefragt, kann ich das nach der Messe, wenn halt alle getestet haben, dann haben, und dann kriegst du es halt ein bisschen günstiger. Mhm. Und das gleiche habe ich dann auch gemacht mit dem Simicube habe ich, glaube ich, gekauft dann tatsächlich. Aber auch zu einem Messepreis halt. VRL, die Virtual Racing Lounge, ja. Ich glaube, die kennt man auch, der Virtual, yep, Racing Shop beim Olli. Und genau, und die Pedale auch. Also, aber das Rig und das Lenkrad habe ich halt dadurch ein bisschen günstiger bekommen. Sehr gut, das ist ein sehr schöner Tipp. Aber kommen wir mal zurück zu der Idee. Wie bist du denn für dich selber, also wie kann man sich das jetzt in deinem Kopf vorstellen, wie du an diesen Sitz rangegangen bist? Also war das jetzt einfach so, okay, ich will jetzt bauen und dann hast du losgelegt, ja, oder hast du wirklich viel gezeichnet und gerechnet und gemacht und getan? Ja, das war ein längerer Prozess am Anfang, weil ich halt erstmal schauen wollte, okay, was gibt's denn so oder wie kann man das machen? Und für mich war klar, ich muss irgendwie Drücke aufbringen. Und da war halt erstmal die, okay, wie macht man das? Dann kann man es pneumatisch machen, kann man das hydraulisch machen, würde ja auch gehen. Aber hydraulisch ist dann nach längerer Untersuchung dann rausgefallen, weil es halt einfach, das kann dreckig werden, ja. Und ich möchte natürlich auch, wenn das dann am Ende bei jemandem ist, zu Hause im Wohnzimmer und dann irgendwo irgendwo was undicht ist, dann in meinem Fall pfeift es dann bloß, aber mit Hydraulik hast du halt eventuell dann irgendwo eine Leckage und das will keiner. Mhm. Und ist halt dann auch gefährlicher und du hast auch die Drücke sind vielleicht ein bisschen höher. Und genau, deswegen ist dann Hydraulik dann irgendwo rausgefallen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, okay, mechanisch könnte man das vielleicht auch lösen. Und dadurch, dass ich halt schon Erfahrung hatte mit meinen Aktuatoren, dachte ich, vielleicht kann man ähnliche Motoren, also Elektrostellmotoren nehmen und dann Platten bewegen. Aber das ist dann auch irgendwo rausgefallen, weil das vom Platz her dann sehr, sehr schwierig wird und es halt nicht so, und es halt einfach eine Platte ist, die dann auf deinen Körper drückt.
Und für mich ist, oder was halt eine der, da gibt es jetzt mittlerweile, weiß ich schon, viele wichtige Dinge, die zu beachten sind natürlich, dass das ein tolles Erlebnis gibt am Ende. Und eins ist natürlich wichtig, dass das gut am Körper anliegt, sodass man wirklich auch den Druck bekommt und dann möglichst planar, aber nichts, also halt keine Fläche, die auf dich drauf drückt. Und deswegen ist dann mechanisch bei mir auch ein Stück weit rausgefallen. Und genau, und dann ging es halt an die Pneumatik und da gibt es dann verschiedene Ansätze, die man da machen kann, ob man jetzt zum Beispiel, also das war auch eine Idee, wo wir auch da irgendwo noch ein fetter Zylinder rumliegen, so einen fetten Zylinder gebaut oder gekauft und versucht zu verbinden mit einem dieser Aktuatoren und dieser Zylinder sollte dann die Luft rein und raus pumpen. Oh, wir hören dich gerade nicht. Ah, jetzt geht's wieder? Oh, sorry. Nee, jetzt geht's wieder, alles gut. Okay. Also mit so einem Zylinder geht das auch, aber der ist vielleicht für den gesamten Sitz dann ein bisschen zu, auch mit zu viel Material oder zu viel Zylinder und zu viele Aktuatoren und deswegen war dann für mich die Idee, okay gut, wir machen lieber das mit Druckluft aus einem Kompressor mit Dielen und das kann man auch so ganz gut ansteuern, hoffe ich. Also wir sind da jetzt gerade halt mittendran in der Entwicklung, dass wir, also wir haben eine eigene Elektronik, eine eigene Software, der wir die G-Daten praktisch bekommen aus den Simulationen und die Idee, also die Challenge ist ja praktisch aus den G-Force-Daten, die Simulation bereitstellt, letztlich dann Druckdaten also auszugeben und dann auch entsprechend schnell anzusteuern. Und ja, da gibt es halt super viele Ventile, die man dann zum Beispiel testen muss und kann. Also da haben wir angefangen mit solchen Ventilen, das sind solche elektromagnetischen Ventile. Ja. Das Problem bei den Dingern war halt, dass die viel zu langsam sind. Ja? Mhm. Also die auch wieder raus, weil man dann auch relativ schnell anregeln muss. Weil die GeForce-Daten kommen halt immer innerhalb von sehr kurzer Zeit immer wieder neu. Und dann muss man halt auf einen gewissen Sollwert schnell hinregeln. Mhm. Und das ist halt gerade so ein bisschen, oder das ist eine gute Herausforderung gerade. Da sind wir jetzt schon ganz gut weit oder ganz vorangekommen, aber die zwei Monate, die mir jetzt wegen dem Unfall fehlen, das merke ich jetzt schon gerade in der Timeline, das muss jetzt aufgeholt werden, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Wie es halt so ist. Gibt denn jedes Spiel diese Daten aus? Also bei was hast du das jetzt mittlerweile getestet? Genau, also wir, also klar, wenn es jetzt nicht jede Simulation, also die Simulationen, die es nicht machen, die können wir dann auch nicht erstmal nicht ansteuern. Also wir fokussieren uns jetzt gerade zumindest auf iRacing und auf Assetto Corsa und auf Formel 1. Ja. Genau, also da bekommen wir die Daten relativ easy raus. Allerdings werden wir jetzt, also wir müssen dann inkrementell schauen, welche Simulation wir als nächstes damit aufnehmen. Und mit Sicherheit wird es dann vielleicht die ein oder andere geben, die nicht direkt die Daten so ausgibt, wie wir sie haben möchten, wo wir sie dann irgendwie formatieren müssen oder halt eine andere Lösung dafür finden müssen. Da wird es natürlich auch ein bisschen drauf ankommen, was die Kunden halt haben möchten. Und wenn wir den ersten Sitz praktisch dann draußen haben, oder die ersten Sitze nach der, also unser Plan ist ja eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Und da werden wir dann auch natürlich sehen, was da das Feedback ist, auch von den Leuten, die dann auch tatsächlich Interesse haben, so einen Sitz zu kaufen am Ende des Tages. Ja. Was habt ihr euch denn so aktuell, weil du das ja vorhin mal angerissen hast, dass du nicht in diese 30.000 Pfund Ecke rein willst, was habt ihr euch denn so angedacht beispielsweise für so einen Sitz? Ja, also das ist natürlich so ein, also was ich jetzt relativ schnell festgestellt habe über die letzten Monate, dass die Komponenten, die man dafür braucht, relativ teuer sind. Also das ist, also das, ich hatte gehofft, dass man das irgendwie, so Ventile, wie teuer kann das schon sein, ja, aber also so ein Ventil, was dann nicht reicht für den ganzen Sitz, sondern du brauchst ja pro Sitzkissen im Prinzip, je nach Durchführung, und zwei Ventile, eins zum Reinlassen, eins zum Rauslassen, je nach Ventil. Also die Dinger kosten schon über 100 Euro. Und insofern muss man sich halt vorstellen, okay, wenn wir mehrere Kissen haben wollen, braucht man sehr viele Ventile. Und das sind nur die Ventile, da ist dann noch keine Elektronik dabei, noch kein Kompressor dabei, auch keine Filterregler dabei, weil man muss die Druckluft natürlich auch nochmal filtern. Ja. Und der Sitz selber, den braucht man natürlich auch noch, ja, den Bezug und die Kissen. Ja. Also nach aktueller Schätzung, und das ist aber noch ein, sage ich mal, ist mein Ziel, dass wir den ersten G-Seat mit der Basisvariante für ungefähr 4.000 Euro auf den Markt geben können. Okay. Das wird der Basispreis sein.
Und wenn ich das jetzt aber vergleiche mit generell Motion-Systemen, würden wir damit eigentlich ganz gut dastehen. Weil wenn man sich ein D-Box-System anschaut, die liegen ja ungefähr bei 9.000 bis 10.000 Euro in der Einstiegsvariante und nach oben hin mehr oder weniger offen. Ja. Und insofern hoffe ich, dass wir damit in den Markt kommen können mit der Basisvariante. Und dann ist die Idee natürlich dann auch Ausbaustufen zu bauen mit einem aktiven Gurt beispielsweise und auch mit einem Head-Movement. Also da gibt es dann natürlich noch mehr Ausbaustufen und mit mehr Kissen, also dass man dann auch noch vorne, hinten hat. Genau, also das ist, wird sich jetzt die nächsten Wochen tatsächlich noch ein bisschen mehr rauskristallisieren, aber spätestens zur, also wir werden natürlich dann auf der Sim-Expo werden wir ausstellen und den Simulator dann da zum Probefahren haben. Und der Plan ist da auch dann eine Crowdfunding-Kampagne zu starten an dem Tag oder an dem Wochenende. Und spätestens da werden wir dann wissen müssen, was der Endpreis sein wird für die Basisvariante, weil dann schauen wir mal, wie Leute darauf ansprechen und wer sich dann auch einen bestellen möchte oder grundsätzlich dazu bereit wäre. Das heißt also, dieses Jahr SimRacing Expo kann man in diesem Sitz sitzen, ja? Korrekt, ja. Aber man kann natürlich auch jederzeit bei mir vorbeikommen in Ingolstadt. Das geht auch. Also tatsächlich. Die Einladung gibt es für dich, für alle. Jederzeit kann man vorbeikommen und also jederzeit natürlich nicht, nach Absprache mit meinem Terminkalender, sag ich mal. Und dann hier eine Probefahrt machen, weil ich bin natürlich auch, also was für mich natürlich wichtig ist, ich selber komme aus dem Racing, mein Co-Founder, der Philipp auch, der ist auch früher Kart gefahren. Das heißt, wir haben da schon natürlich ein Gefühl drin. Mhm. Aber wir sind beide von der Statur her genau gleich. Ist natürlich jetzt schon allein Thema, wenn man jetzt breiter oder schmäler, größer oder kleiner ist, dann kann das natürlich auch wieder was anderes sein. Und natürlich sind natürlich andere Simracer, haben ein anderes Gefühl dafür. Vor allen Dingen Leute, die natürlich auch schon mal irgendwie ein Rennauto gefahren sind oder ein Motion Rig gefahren sind. Von dem her ist das für mich auch super interessant, wenn ich dann jemanden hier habe, der irgendwelche Vorerfahrungen hat und dann Feedback geben kann. Hey, ja, das fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen zu stark an oder zu schwach oder was auch immer das Feedback sein mag, ist natürlich dann für uns super spannend, daraus dann auch zu lernen und den Prototypen weiterzuentwickeln und für denjenigen, der fährt, vielleicht auch eine interessante Erfahrung mal. Genau. Wie kann man sich denn die Kissen jetzt vorstellen? Ich bin ja, wie groß bist du? Ich bin 1,70, auch wenn man es vielleicht ja, genau. So, weil ich bin ja 15 cm größer, das heißt, die Kissen liegen ja theoretisch ganz woanders oder sind die einfach größer gemacht? Dass ihr mehr Fläche vom Menschen abdeckt. Ja, genau. Also die würden bei dir, wobei die Kissen natürlich im Sitz drin sind. Mhm, also klar. Wir aktuell, ich kann mal zeigen. Aktuell in so einem Prototypen bauen wir mit diesen Kissen, weil die gibt es einfach am Markt zu kaufen. Das sind so Montagekissen. Und damit blasen wir einfach auf und schauen, okay. Und damit fühlt sich schon echt toll an. Und das sind aber wirklich, die Dinger sind nicht toll. Also die sind 2D und halten nicht zu viel Druck aus, sage ich jetzt mal, und das Problem ist vor allen Dingen auch, dass die einen Druckpunkt geben. Deswegen entwickeln wir auch gerade eigene Kissen und haben jetzt meinen Prototypen gebaut bekommen, die schauen dann so aus, da möchte ich noch nicht so viel zeigen davon, aber die Dinger sollen dann 3D geformt sein und damit halt auch besser auf den Körper aufdrücken. Und genau, da sind wir jetzt gerade praktisch mittendrin, um zu schauen, welche Kissenform denn dann die beste ist. Und wenn du jetzt drin sitzen würdest, bei dir würde, also es ist halt so, wie wenn du den gleichen Sitz halt, wir werden verschiedene Sitzgrößen am Markt dann haben. Aber es sind zu viele, weil zu viel Varianz wird einfach nicht handelbar werden. Ja, ja. Ich nehme mal an, es wird ein S, ein M und ein XL geben. Mhm. Und dann wird es da natürlich ein Plus, Minus geben, wo dann praktisch der Druckpunkt ist. Aber letztlich sitzt du ja im Sitz und mein Fokus wird auf GT-Sitze sein. Also all das Fahren, denke ich, soweit mein Marktverständnis ist, die meisten. Mhm. Es gibt natürlich auch welche, die mit einem Formelsitz fahren. Das schaut auch fancy aus, aber das, glaube ich, sind hoffentlich, also, oder vielleicht dann wird es auch eine Formelsitz-Variante geben mal, aber am Anfang wird der Einstieg sein mit einem GT-Sitz und genau, da wird es halt dann einfach da, wo die Sitzschale halt aufhört bei dir, bis dahin wirst du halt den Druck spüren. Ja. Und ich glaube, die Größe wird vielleicht sogar weniger Unterscheidung machen als vielmehr die Körperfülle. Mhm. Weil dann hast du natürlich, also je schmäler du bist, sage ich mal, desto mehr Weg muss das Kissen schon verfahren, bis es an dich drauf drückt. Ja? Wenn du breiter bist, dann drückst du von vornherein schon mehr aufs Kissen drauf. Ja. Und das werden wir aber auch softwaretechnisch lösen, dass wir halt eine Konfiguration haben und dann die Sitze, Kissen sich anpassen sollen erstmal auf dich. Und dann sitzt du drin und hast du einen Nullpunkt sozusagen festgestellt. Mhm. Und von da aus drücken wir dann praktisch mehr rein oder lassen raus. Schön in der Software eingeben, ich bin fett. Nein, ich bin nicht fett. Genau. Also ich würde es mit Humor nehmen. Mal beim Starten, wie viel hast du abgenommen? Ja, genau.
Das würde ich sehr witzig finden, aber ich glaube, man müsste dafür einen Haken machen für, möchtest du eine witzige Einstellungsmöglichkeit haben? Ich würde lachen. Ich würde wirklich sehr lachen darüber. Wie viele Kissen habt ihr denn jetzt aktuell im Sitz drin? Hol uns mal ab. 2, 3, 4, 5? Also aktuell haben wir 4 Kissen drin. Also 4? 2 links, 2 rechts. Mhm. Genau. Und damit testen wir jetzt mal, auch um das Volumen festzustellen. Ja. Später sollen es pro Seite, also links und rechts, jeweils 3 werden. Hinten im Rücken, denke ich, sollten es 4 werden. Und dann vorne noch 2. Aber die Variante ist dann natürlich auch schon sehr aufwendig, sage ich mal, weil dann sind es richtig viele Kissen. Aber dann ist halt die Idee, dass man praktisch links-rechts darstellen soll. Das ist für mich auch das Wichtigste eigentlich, also aus den Tests heraus. Mhm. Aber dann geht es natürlich auch noch darüber, oder dazu, wenn du halt beschleunigst, dass du halt dann in den Sitz nach hinten gedrückt wirst, also hinten pumpt dann auf, oder du bremst. Und das ist dann aber beim GT-Sitz natürlich ein bisschen schwieriger als bei einem Formelsitz beispielsweise, weil da liegst du natürlich drin, das heißt, da merkst du es auch wirklich an den Oberschenkeln. Da bist du ja so praktisch im Sitz drin und dann können die Kissen aufpumpen. Im GT-Sitz ist ja maximal ein bisschen geneigt, aber im Prinzip relativ senkrecht. Aber wenn man es ein bisschen neigt, dann könnte man eventuell vorne auch diesen Effekt hinkriegen. Aber da sind wir jetzt gerade noch dran, da bin ich mal gespannt, wo wir letztlich rauskommen. Aber das Wichtigste wird es auf jeden Fall erstmal sein, die Seitenführungskräfte links-rechts einfach darzustellen. Ich glaube, also jetzt nur mal einfach so ein Hirngespinst, ich glaube, mit Gurten zusammen wäre das richtig geil. Mit was zusammen? Mit Gurten, also es gibt ja auch, ja, genau. Das wäre ja dann richtig fancy. Also aktive Gurte, das ist auf jeden Fall der Plan, die sollen auch mit drin sein. Ah. Genau, also das, die dann auch richtig, also aktiv bedeutet, dass sie ja wirklich auch, wenn du bremst, dann ziehen sie dich rein in den Gurt, in den Sitz. Und das ist der Plan, dass wir die als Ausbaustufe, in der Basisvariante wird das sicher nicht unbedingt drin sein können, weil es dann einfach nochmal sehr, sehr viel aufwendiger ist. Aber das ist definitiv eine tolle Erweiterungsmöglichkeit. Okay. Und, genau. Dann gibt es noch weitere Ideen, wie man noch mehr G-Forces praktisch simulieren kann am Fahrer. Also Head-Movement zum Beispiel, aber das ist praktisch noch so weit entfernt von der Umsetzung, dass ich darüber noch reden kann und auch möchte. aber ihr seid da quasi dran. Genau, also Ausbaustufen wird es dann mit Sicherheit ein paar interessante Varianten geben. Wie lange hast du beziehungsweise ihr denn jetzt aktuell an dem, was da steht, entwickelt? So, sagen wir mal, bis er bei der Sim Racing Expo aussteht, dass die Leute fahren können. Wie lange wart ihr da dran? Also jetzt aktuell, also mit meinem Co-Founder angefangen haben wir ungefähr vor einem Jahr. Also seit einem Jahr sind wir da dran. Man muss dazu sagen, natürlich am Anfang bei mir nebenberuflich, bei ihm auch. Das heißt, ja, aber ein Jahr sind wir jetzt einfach schon ein bisschen über ein Jahr eigentlich. Wir haben, glaube ich, im Juni, Juli sowas in dem Dreh angefangen letzten Jahres. Und dass wir jetzt hier drin sind im Makerspace, das ist jetzt seit knapp einem halben Jahr. Mhm. Genau, und seitdem haben wir auch, also das merkt man auch wirklich, weil davor stand das Ding bei mir im Wohnzimmer drin oder in meinem Wohnbüro. Und da ist natürlich dann ein bisschen die Logistik schwieriger. Hier können wir jetzt beide hin an den Prototypen und dran arbeiten. Und genau, also da sind jetzt natürlich schon einige Abendschichten, Nachtschichten, Wochenendschichten reingeflossen. Also das ist schon, also man meint gar nicht, was da für ein ganzer Aufwand dahinter steckt, um das sauber umzusetzen. Ja. Weil man halt so viele Komponenten berücksichtigen muss, dass es dann auch wirklich ein tolles Gefühl gibt am Ende des Tages. Wie viel habt ihr schon kaputt gemacht? Ja, da sind schon einige Kissen geplatzt. Ah, ja. Das ist dann auch jedes Mal, wenn hier die Leute, wenn es dann wieder knallt, dann wissen sie, bei Crit Racing, da ist wieder irgendein Sitzkissen hinübergegangen. Also das passiert natürlich, weil wir gerade am Anfang natürlich noch nicht wussten, okay, wie viel Druck hält denn eigentlich so ein Kissen aus. Ja. Mittlerweile sind wir da deutlich besser unterwegs. Aber also ein Kissen, da brauchst du natürlich immer Nachschub an Kissen, die das dann aushalten. Elektronik natürlich auch immer mal wieder was Kleines, was irgendwie abbraucht, aber da ist zum Glück der Verschleiß eher gering. Und bei den Ventilen muss man natürlich auch höllisch aufpassen, weil die Dinger natürlich auch, also die sind ja das teuerste an dem ganzen Teil eigentlich. Ja. Die Ventile oder auch diese Auswahl und Varianz an den Ventilen. Und da ist auch schon das eine oder andere Mal, sagen wir mal einfach an der Belastungsgrenze. Ja. Und insofern, das. Aber das gehört, glaube ich, auch einfach dazu zum Prototyping. Das muss man mit einkalkulieren. Und, wir beide kommen auch aus dem Automotive-Bereich, von dem her
kennen wir das auch schon so von Prototypenentwicklungen. Und ja, das ist praktisch nicht überraschend, aber jedes Mal dann, wenn es passiert, dann natürlich erst, ups, okay, wieder ein großes Learning. Aber die wichtigste Frage ist, habt ihr drinnen gesessen, während die Dinger hops gegangen sind? Ja. Echt jetzt? Ja, ja, klar. Also nicht immer, aber die meisten Zeiten, klar, da sitzt du drin und dann... Scheppert das ordentlich? Zwiebelt das? Das zwiebelt schon. Okay, gut. Also gerade am Anfang, auf den Ding, also da hatten wir ganz andere Kissen noch und die waren wirklich nicht dafür geeignet. Und da haben wir halt geguckt drauf und geguckt, was passiert. Ne? Und du sitzt auf dem Teil drauf und auf einmal explodiert der halbe Sitz. Das war noch nicht mal in dem Simulator-Sitz, sondern einfach nur mal auf einem Bürostuhl. Okay. Rutscht dann auch gleich mal ein paar Meter weg. Aber zum Glück nie verletzt, ja. Wie viel halten denn solche Kissen aus? Also je nach Kissen, also das ist ganz unterschiedlich. Also die Dinger hier sind angegeben mit 0,26 Megapascal, das sind also 2,6 Bar. Ja. Können sie nicht. Also die gehen schon leider eher hin. Was man nicht meint, weil so Montagekissen, also eventuell hat man einfach Pech mit der Charge da, aber wenn ich mir denke, die Dinger werden eigentlich dafür eingesetzt, dass du, wenn du ein Fenster anhebst oder so, ja, dass du das Kissen runterfährst und dann pumpst du die Dinger auf, um das Fenster zu heben. Ja. Und wenn du jetzt davon ausgehst, das Teil hält 2,6 Bar aus und du gibst entsprechend Druck drauf und bist da irgendwie am werkeln und dann platzt das Teil, weil zu viel Druck drauf ist. Also ich möchte nicht in der Produkthaftung von dem Kissen da sein, also ehrlich. Vielleicht habt ihr auch einfach ein bisschen mehr drauf gemacht und es war einfach nicht die richtige Kommastelle. Würde ich fast ausschließen wollen, kann natürlich schon sein, aber wir haben eigentlich einen Druckregler, der uns auch die Anzeige, ja, also direkt gibt, also... Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir richtig waren mit dem Druck und wir waren noch unter 2 Bar. Ja. Also deutlich runter und nix ab. Aber gut, kommt vor. Also wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wo ist denn die ganze Elektronik und die Ventile? Wo sind die alle versteckt so? Also das ist tatsächlich eine Journey. Jetzt bin ich mal, also ich kann mal anfangen mit der Elektronik. Also das ist die G-Box. Ja, okay. Dann Raspberry Pi zur Ansteuerung und in der G-Box, da ist praktisch unsere Elektronik drin. Ich mache mal bloß kurz auf, weil das ist noch ein bisschen der Verhau. Kommt wieder zu. Also da ist praktisch unsere ganze Elektronik drin. Ja. Und dann haben wir einen Stecker hier selber gelötet, die wir dann da rausgehen. Mhm. Und also jetzt wird's, muss ich sagen, leider etwas, also unaufgeräumt, Entschuldigung dafür, aber es ist... Das ist eine Werkstatt. Das ist eine Werkstatt. Also hier geht es dann runter zu unserer Elektronik, zu aktuellen Ventilvarianten, ja, also die wir da angesteuert haben. Und da kommt die Druckluft da rein. Ja. Und die Kabel gehen da praktisch hier, also aus der G-Box gehen hier die Kabel runter und dann gehen die hier auf diese Ventile. Und die Ventile bekommen ihren Luftdruck von da hinten, in dem Eck steht der Kompressor. Ja. In deinem Eck. Da kommt dann die Luft raus. Jetzt kann ich bloß mal gucken, wie weit ich da denn laufen kann. Moment, also viel mehr geht, glaube ich, nicht. Ja, ist okay. Da ist dann praktisch der Druckluftschlauch aus dem Kompressor raus, der geht dann an den also in diesen Filterregler rein, den man, ja, da an der Wand sieht, also das Ding hier. Ja. Dann geht's da die Schläuche weiter und dann liegen die halt da um den ganzen Simulator drumherum und steuern dann auf die Kissen. Aber es kommt schon, so ein bisschen was kommt schon mit. Also den Kompressor, der ist dann auch mit dabei quasi, ja? Ja, genau. Und das ist natürlich auch so ein Thema. Also der Kompressor, du hast natürlich immer das Thema beim Simracing, die Lautstärke von der Hardware. Ja? Ja. Und das ist natürlich, kein Mensch mag zu laut das Ding haben. Deswegen haben wir einen sehr, sehr leisen Kompressor, einen Flüsterkompressor. Der ist... von der Lautstärke her bei unter 60 Dezibel, bei 58 Dezibel und man sagt, Gesprächslautstärke ist 60 Dezibel. Also den kann man hier, der läuft auch immer mal wieder an, da kannst du dich ganz normal weiter unterhalten, das ist überhaupt kein Problem. Also viele denken natürlich, oh, Kompressor viel zu laut und alles. Mhm. Der ist dafür gemacht, dass er im Wohnzimmer stehen kann. Wir werden aber dann natürlich auch unsere ganze, die ganzen Ventile, die ganze Elektronik und den Kompressor alles in eine Box und die Box schallgedämpft haben. Mhm. Und dann, also was man, um natürlich so einen Effekt zu haben, braucht man natürlich ein bisschen mehr Hardware, ein bisschen mehr Ding, ja, was dann rumsteht. Und deswegen haben wir dann praktisch diese Box, die dann daneben stehen wird. Und dann im Idealfall geht dann ein Schlauch zum Sitz hin. Und im Sitz ist dann die ganze Verschlauchung und wirklich nur, ja, die Pneumatik. Und dann halt ein Datenkabel praktisch und ein Stromkabel. Ein Stromkabel, ja, wird
halt irgendwo hingehen und ein Datenkabel zwischen SIM-PC halt hin zu dieser Box. Mhm. Und genau, so das ist dann die Verschlauchung und Verdrahtung vom G-Seed. Ich stelle mir das gerade total interessant vor. Du bestellst dir einen Sitz und denkst dir so, geiles Feature. Und dann kommt da eine so eine Riesenbox, dann noch so eine Riesenbox und dann die Elektronik und du packst den Sitz aus und denkst so, Moment, was? Weil es ist ja doch schon, also du hast ja jetzt die Elektronikbox auf dem Tisch zu stehen. Genau, also die Elektronikbox kommt dann aber wahrscheinlich auch in diese große Box rein, wo dann auch die Ventile drin okay. sind und der Kompressor. Das müssen wir mal gucken, auch wie es mit der Thermik dann ist tatsächlich. Ja. Eventuell ist es dann tatsächlich eine Elektronikbox, die dann nochmal, also oberhalb von der großen Box einfach montiert ist, einfach wegen der Temperatur. Ja. Oh, also da, was ist das denn? Das ist Mozart. Hi. Ja, genau, auf jeden Fall, die Box wird dann praktisch irgendwo dabei sein, aber die nimmt jetzt nicht viel Platz extra weg. Also die große Box ist dann eher die, wo der Kompressor und die Ventile drinstehen oder drin sind, wird natürlich schon halt ein bisschen Volumen haben, aber natürlich so kompakt wie möglich bauen. Und dann der Sitz soll halt, deswegen halt alles in der externen Box, damit der Sitz nicht unnötig schwer wird und unnötig groß wird, sondern dass man halt den wirklich auch mit dieser Schlauchleitung dann auch einfach in einen normalen Sitz, also ein normales Rig, nachrüsten kann. Ah, geil. Dann da einbauen kann. Siehst du, ich habe jetzt selber für mich gedacht, so als du die Ventile hochgezeigt hast, ich dachte, ihr baut wirklich alles an den Sitz ran dann. Und ich habe so innerlich habe ich mich schon gefragt, wie soll das denn aussehen? Also das ist natürlich, es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass wir ein paar Ventile auch an den Sitz dran bauen müssen. Ja. Einfach wegen der Druckleistung. Weil du hast, also je länger der Schlauch wird zwischen Ventil und Kissen, desto länger ist natürlich die Verzögerung vom Druckaufbau und Abbau. Mhm. Und deswegen kann es sein, also es gibt aber manche Ventile, die halt auch wirklich sehr, sehr klein sind. Und eventuell müssen wir dann ein paar Ventile auch direkt am Sitz dran bauen und ein paar dann außerhalb, dann reicht es eventuell. Das wird sich noch ein bisschen zeigen in den nächsten Wochen, wo wir sie dann verbauen müssen. Aber ein Ziel ist auf jeden Fall, alles extern zu haben, sodass man wirklich eine Box hinstellt und das wirklich für denjenigen, der sie einfach zu Hause hat, so einfach wie möglich ist. Dass die eine Box, einen Schlauch und einen Sitz. Und den Sitz baust du ein wie jeden anderen Sim-Racing-Sitz auch. Der ist nicht schwerer, weil die Kissen an sich wiegen ja gar nichts und du hast einen ganz normalen Bezug drum und dann machst du einen Schlauch dahin und dann war's das. Ah ja, schön. Hast du so ungefähr, einfach nur mal so vielleicht eine grobe Zahl, wie viel Zeit jetzt aktuell im Prototypen drin steckt? Stunden? Ja. Oder meinetwegen auch Tage. So einfach nur mal Pi mal Öre. Also ich tracke meine Stunden, weil ich das aus der Gründungserfahrung heraus weiß ich schon, dass das nicht so schlecht ist, wenn man das weiß. Und also das sind paar tausende Stunden, die da schon drinstecken, ja. Von mir alleine. Und da ist es noch nicht, was Philipp gemacht hat, also mein Co-Founder und noch einen dritten Co-Founder, den Leon. Oder einen Supporter, sage ich jetzt mal, der mit an dem Projekt mitwirkt und der ist auch schon dabei. Also von dem her, es ist schon ordentlich viel Aufwand, was wir da jetzt, wie gesagt, das sind sehr viele Wochenendschichten. Und also gerade in der Zeit, wo es noch nebenberuflich war, jetzt am Freitag aus dem Büro raus und dann hier rein und am Sonntag wieder zurück sozusagen. Aber das mal gehört halt dazu am Anfang, denke ich, da kann man nicht drum rum. Und jetzt bin ich einfach wirklich so froh, dass ich das jetzt als mein Hauptbaby machen kann einfach. Ja. Für mich eine tolle Situation endlich. Damit es auch ein bisschen unschön angefangen hat, praktisch mit dem Unfall, aber jetzt bin ich echt sehr, sehr glücklich, dass ich da auch wirklich noch mehr Zeit reinstecken kann. Ja. Die aktive. Wenn man mal so fragen darf, also musst du nicht beantworten, aber was ging denn so an Pinke in eine Produktentwicklung rein? Also Geld. Musst du nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, aber für den einen oder anderen ist das ja interessant. Ja, klar. Also natürlich schauen wir, dass wir so gut wie möglich Bootstrap, also vielleicht das ist halt alles aus meiner eigenen Tasche, kann ich jetzt nicht riesige Beträge reinstecken. Aber es waren also schon einige tausende Euros. Also das muss man einfach rechnen, weil die Ventile einfach teuer genug sind, musst du wieder neu machen und dann allein die Miete, die du hier zahlen musst und alles. Also das läppert sich einfach so viel Zeug aufeinander, die man hat, wenn man mal als Unternehmen anfängt.
Da kommt man nicht drum rum, ja. Also, genaue Zahl wüsste ich jetzt gar nicht, aber es sind einige tausend Euro einfach. Dann ist es gut. Wenn du es nicht weißt, dann ist es meistens gut. Weil ja, weiß ich nicht. Also, ich möchte es vielleicht nicht so genau wissen. Dafür ja. Gibt es später jemanden, der das macht bei dir in der Firma, der das dann aufschreibt. Genau. Aber ab dem Punkt, dann weißt du Bescheid, dann war es zu viel, wenn jemand da ist. wenn ihr jetzt auf die Sim Racing Expo geht, also jeder kann da drinnen fahren, wenn er das möchte. Sehe ich das jetzt richtig? Ja, genau, also, so ist der Plan. Also wir hatten hier auch schon ein paar Veranstaltungen hier im Makerspace, wo Leute gekommen sind und die dann gefahren sind. Ich bin mal gespannt, bei der Sim Expo sind natürlich deutlich mehr Leute, die auch fahren können. Hier ist natürlich immer, wenn die Leute fahren, dann musst du immer sehr viel erklären, okay, das ist jetzt eine Rechtskurve, die jetzt kommt. Hoppenheimring, ganz einfacher Kurs, aber muss wirklich alles erzählen. Ja. Was immer interessant oder witzig ist, irgendwann nervt es dann nach ein paar Stunden, aber am Anfang ist es witzig. Also klar, kann jeder fahren, der reinpasst, sage ich jetzt mal. Ich werde vermuten, also das ist gerade auch noch so ein Thema, welche Sitzgröße werde ich dann ausstellen, weil ich werde nur einen Simulator dastehen haben, mehr geht nicht. Also geht wirklich nicht, weder zeitlich noch finanziell oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und von dem her muss ich mal gucken mit der Sitzgröße. Die Sitzgröße, die ich jetzt aktuell drin habe, die ist halt für mich passend, aber ich bin eher unterdurchschnittlich groß. Insofern kann es sein, dass ich halt noch einen größeren Sitz dann jetzt kaufen werde und den dann ausstatten werde mit den Kissen. Dass dann auch mehr Leute reinkommen und die kleiner sind, bekommen dann vielleicht irgendwie noch ein Kissen dazu gelegt, dass sie halt auch fahren können. Ja. So ist die Idee aktuell. Aber das ist gerade eine der Nüsse, die zu knacken sind. Welche Sitzgröße ist es, dass hier auch jeder fahren kann? Na klar, ich möchte es jedem anbieten. Ja. Im besten Fall macht dann keiner was kaputt, aber ich werde natürlich auch mit dabei stehen und dann sagen, hey, bitte das Lenkrad nicht überdrehen, weil so ein Tube-Kabel dran ist und das passiert ja ganz gerne mal bei Leuten, die dann ein bisschen so denken, sie müssen dann umgreifen in einem Rennauto, aber genau, das wird schon irgendwie. Wie tight ist die Deadline? Tight ist kein Wort mehr dafür, also es ist schon, also ich meine, in 2 Monaten ist das Ding und das wird eine knappe Nummer aktuell. Also es war schon vorher knapp, aber wie gesagt, diese 2 Monate, die mir aktuell fehlen im Kalender, das merkst du schon. Also deswegen, wir geben gerade wirklich alles. Mein Co-Founder, hat auch noch eine Hochzeit, also der heiratet auch noch in der Zwischenzeit jetzt. Ah ja. Und dann auch noch weg, also das kommt auch noch dazu. Aber das kannst du ja auch nicht aussuchen, das ist halt einfach so, wie es ist. Und deswegen, wir versuchen gerade halt einfach alles, was irgendwie möglich ist. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen am Ende der Expo. Es gibt ja diesen Gründerspruch, wenn du das erste Produkt, was du auf den Markt bringst, nicht peinlich war, dann warst du zu langsam. Und das habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, also das erfülle ich geradezu sehr, sehr, sehr stark. Okay. Aber natürlich ist das große Ziel ist natürlich, da auf der Messe was zu haben, wo jeder, wenn er gefahren ist, danach aussteigt mit einem breiten Grinsen und sagt, das ist geil. Also das muss da sein. Das kann sein, dass es ausschaut wie ein Verhau oder so. Aber die Grundfunktionalität, die muss überzeugend sein und da setzt man jetzt gerade alles dran. Und wenn ich das mal so frech fragen darf, was fehlt denn alles noch? Ja, also die Ergonomie, gerade wie ich gesagt habe, also dass da wirklich der Sitz dann auch für die Leute dann in verschiedenen Gründen her passt, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ein anderes Thema werden die Kissen sein, dass die auch gut genug anliegen und auch dicht bleiben. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Thema. Wir werden natürlich auch viele Ersatzteile mitnehmen müssen, oder so viel wie irgendwie möglich, weil wenn dann irgendwas abraucht am Freitag, habe ich keinen Bock, dass dann 2 Tage lang heißt, oh, sorry, also ihr könntet hier theoretisch fahren, aber leider ohne Cheesy aktuell. Oder nur links oder nur rechts oder so. Ja. Spaß. Wobei, selbst dann muss ich sagen, also aus unseren Testfahrten heraus, wir hatten natürlich am Anfang jetzt nur eine Seite gespielt, sag ich mal, und oder bestromt und mit Luft versorgt. Und selbst dann war es deutlich geiler zu fahren, obwohl wir auch im Full-Motion, also ich habe ja diesen Full-Motion-Dingen und wir hatten das geschalten, es war trotzdem mehr, also immersiver mit nur einer Seite zu fahren. Und du denkst, okay, kann das jetzt eigentlich sein? Aber wir haben beide gesagt, hey, war toll. Jetzt müssen wir mal gucken, wie bei den Leuten das ankommt. Aber genau, also die Kissenform ist halt eine Sache, die noch gemacht werden muss und dann die Feinabstimmung der Ansteuerung, sodass halt wirklich die verschiedenen E-Kräfte sich auch wirklich so realistisch wie möglich anfühlen. Ja, also dass
Weil das ist tatsächlich ein bisschen mit der Pneumatik, halt mit der Trägheit, so ein Thema, dass du halt schnell genug da aufs richtige Level kommst, ja. Dass sich das wirklich toll anfühlt und dass wir einen hohen, also in Formel 1 simuliert, wir haben jetzt 5G Seitenführungskraft, dass sich das auch wirklich hart anfühlt und dann hast du, fährst mit einem Tourenwagen irgendwie 2G-Kurve oder 1G, was halt nicht so viel ist, das darf sich dann schon, muss sich trotzdem toll anfühlen, aber halt nicht so übertrieben. Ja. Und da halt dann die gute Kurve finden. Aber das Schöne ist halt dadurch, dass wir auch die eigene Software haben, dass am Ende des Tages, wenn wir eine Baseline vorgeben und sagen, okay, das ist das, und dann ist aber ganz klar natürlich auch unsere Idee, dass wir jedem die Möglichkeit geben, das zu individualisieren. Also jeder, der dann praktisch so ein GC zu Hause hat, kann dann selber einstellen, okay, er möchte es halt intensiver haben, weil er es einfach mag, wenn es mehr drückt. Ja? Ja. Das ist natürlich bis zur physischen Grenze, bevor es kaputt geht, aber halt bis dahin, dass er es selber einstellen kann und oder halt weniger intensiv oder schneller oder langsamer. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann einstellen kann. Und da werden wir dann den Fahrern auch eine Möglichkeit mitgeben, dass sie es einstellen. Habt ihr denn bei der Produktentwicklung auch Kontakt zu Rennfahrern aus dem realen Leben gehabt oder nehmt ihr einfach nur die Gehkräftedaten von den Spielen und arbeitet da drumrum? Also Team, das meiste arbeiten wir mit denen aus den Simulationen heraus, das auf jeden Fall. Wir selber sind ja beide aus dem Rennsport auch, von dem her vertrauen wir auch ein bisschen auf unser eigenes Gefühl, aber ich bin auch in Kontakt mit richtigen Rennfahrern und es wird jetzt demnächst einer kommen, der dann hier fährt oder mehrere hoffentlich. Okay. Mal schauen, ob sie wirklich kommen, aber das ist auf jeden Fall dann auch der Plan. Aber natürlich müssen wir davor auch so weit sein, dass wir auch schnell genug dann drauf reagieren können aus Feedback. Ja. Also dann der Fahrer da sein und dann darf nicht mehr so viel programmiert werden müssen, sondern dann, und das haben wir halt praktisch softwaretechnisch auch so gelöst, dass wir dann halt relativ schnell dann einstellen können, okay, Fahrer sagt jetzt dieses oder jenes und dann können wir danach regeln. Aber das, um auf dieses Level überhaupt hinzukommen, da steckt schon so viel Vorarbeit drin. Ja. Und genau, da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen, um das zu perfektionieren und dann hoffe ich, dass wir Ende August wirklich so alt sind, dass wir dann wirklich sehr schnell alles einstellen können. Und dann Ende August, Anfang September da auch wirklich auf dem Level sind, dass das passt. Und dann haben wir ja noch einen ganzen Monat Zeit, um das fertig zu machen. Ja, genau. Also ist das Ziel bei euch auf der Messe, wenn das wirklich da steht, dass das so, sag ich mal, zu 90% so aussieht, wie es beim Kunden ankommt? Ja, genau. Also 80-90% ist das Ziel. Definitiv, dass es dann auch so aussieht, wie es beim Kunden ankommt. Klar, was dann noch nicht drin ist, sind dann irgendwelche Dauertests zum Beispiel. Ja, ja, klar. Wie gesagt, also wir werden mit dem Prototypen da hinkommen und der Plan ist ja dann eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Das heißt, wie viele Leute glauben daran, dass das Produkt dann wirklich so die letzten 10-15% noch rausholt, dass sie damit vollkommen zufrieden sind. Ja. Und das entsprechend dann auch vorbestellen möchten. Und wenn wir vom Markt zurückbekommen das Feedback oder von den Simracern das Feedback bekommen, ja, oder von genügend Leuten, ich meine, mir ist schon bewusst, dass das nischig ist. Das ist nicht jeder, also bei weitem nicht jeder Simracer wird sich so ein Ding nach Hause stellen wollen oder können. Aber die Leute, die halt schon wirklich ein großes Rig zu Hause haben und vielleicht schon mit Motion arbeiten oder halt auch, oder damit zumindest mit dem Gedanken spielen, die sind für uns interessant. Und wenn da genügend Leute sagen, das Produkt ist für sie interessant genug, dann können wir, wenn die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich war, dann werden wir halt die letzten Features auch noch fertig entwickeln und dann geht's in die Produktion. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann laufen wird. Ja. Wenn man mal fragen darf, rauskommen, wie viel müsste denn zusammenkommen, damit das in die Produktion geht? Das ist noch eine sehr gute Frage. Okay. Da habe ich schon verschiedene Businesspläne und Simulationen durchgerechnet. Das hängt natürlich jetzt noch ein Stück weit auch von den Kosten ab und die wiederum von der Entwicklung, was wir halt gerade noch machen. Insofern ist es noch nicht so 100%ig sicher. Ich werde vermutlich, auch das ist noch nicht ganz sicher, auf welcher Crowdfunding-Plattform wir arbeiten werden. Vermutlich wird es aber Startnext werden. Mhm. Es gibt ja auch Kickstarter zum Beispiel. Kickstarter hat den Vorteil natürlich, dass es international ist und Englisch. Startnext ist eine deutsche Plattform, die aber einen sehr hohen Stellenwert bei den Backern hat, weil sie sehr vertrauenserweckend ist. Bei Kickstarter gab es ja auch schon ein paar Mal Skandale, dass irgendwelche Projekte gefundet wurden, aber dann die Produkte nie ausgesendet wurden oder es halt ewig lang gedauert hat und alles. Und Kickstarter dann irgendwie die Backer auch nicht wirklich supportet. Deswegen bin ich
glaube ich, dass eher Startnext eine bessere Plattform wäre dafür. Und da gibt es dann zwei Funding-Ziele. Und ich werde halt das erste setzen irgendwo und das zweite irgendwo. Und wenn das erste gesetzt ist, dann können wir praktisch schon starten, ja. Und die Sitze produzieren. Und wenn das zweite gesetzt ist, dann wissen wir einfach noch mehr und können noch mehr machen. Also das wird sich jetzt aber noch die nächsten paar Wochen dann zeigen, wie viel das dann wirklich sein wird. Also ich kann dir da jetzt leider noch keine konkrete Zahl nennen. Also es wird jetzt keine utopische Summe sein. Aber was mir auch klar ist in der Crowdfunding-Kampagne, die Leute möchten natürlich nicht den kompletten Kaufwert bezahlen. Ja. Oder gleich mal überweisen, dann sind 4.000 Euro auf der Plattform und wir haben es nicht mehr im Cash. Ja. Deswegen ist meine Idee, dass ich halt mehr oder weniger Gutscheine oder Rabattcodes mehr oder weniger verkaufen werde, um zu sagen, okay, die Leute müssen trotzdem zumindest committed genug sein, dass sie Geld in die Hand nehmen, aber nicht zu viel. Ja. Und dann können sie zum Beispiel für 400 Euro einen 800 Euro Gutschein kaufen. Sowas in der Richtung. Das klingt doch fair. Dann deutlich günstiger, sind aber haben natürlich ein bisschen aber das Risiko ist völlig überschaubar, weil wenn die Kampagne nicht zustande kommt bei Startnext, dann kriegen die Bäcker alle ihr Geld komplett zurück und nichts passiert und ich bleib halt auf meinen bisherigen Kosten, sag ich mal, sitzen, aber dann weiß ich auch, okay, der Markt möchte es nicht haben. Ja. Aber das ist praktisch die Idee, dass die Leute dann sagen können, okay, ich bin committed genug, ich gebe dir jetzt 400 Euro Vorauszahlung und wenn genügend Leute zusammenkommen, dann können wir die ersten 5 Sitze bauen, dann oder die ersten 10 Sitze, dann kommen die auch wirklich raus. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Cash und können mehr Sitze bauen. So ist der Grundplan. Das klingt doch aber fair für alle. Also es macht ja im Grunde genommen, bis auf du jetzt aktuell mit deiner Idee, macht ja dann keiner miese. Genau, richtig. Ja. Also das ist auch mein Ansinnen. Es soll halt möglichst fair sein für alle. Also auch was die Produktion dann angeht. Ich habe da schon meine eigenen Ansprüche, dann möchte ich später, wenn wir in Serie gehen, klar, am Anfang werden es diese zwei Hände bauen, aber dann, sobald wir halt dann mehrere Sitze bauen möchten oder so, möchte ich dann auch mit Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zusammenarbeiten, die dann halt praktisch die Sitze fertigen sollen. Und da habe ich vorher auch schon Erfahrungen gemacht mit meinem vorherigen Startup und das war echt cool. Mit denen kann man echt super zusammenarbeiten und ich denke, dass man da eine coole Kooperation machen kann. Okay, das klingt doch gut. Also wird das denn, also habt ihr schon darüber nachgedacht, das eventuell auch so videotechnisch mal zu begleiten, dass Leute sich auch ein bisschen was angucken können so? Ja, genau, also das ist jetzt mein, muss ich deutlich mehr machen, also ich bin bisher auf Instagram und Facebook habe ich einen Account und ich habe auch schon ein paar Beiträge gepostet, aber noch nicht so mega viel, muss ich sagen. War schlicht und ergreifend auch mangels Zeit nicht so in dem Umfang möglich und weil ich selber auch noch nicht so, also sag mal so, ich bin jetzt nicht so der Social Media affinste Mensch. Ja. Von dem her werde ich da jetzt aber schon mehr machen, auch die nächsten Wochen. Und also ihr könnt mir gerne folgen alle. Auf Facebook heißen wir gs.crit.racing. Darf ich das sagen? So, ja, natürlich, du darfst mir auch gerne die Links schicken, dann schicke ich das in den Chat rein oder du machst es selber. Schick mir alles rüber, ich gebe das gleich raus. Okay, also Moment. Dann können die Leute sich das angucken. Vielleicht hat ja jemand Interesse, dann zu fahren auch auf der Film Racing Expo. Oder halt auch vorher schon vorbeikommen hier. Sehr gerne. Oder auch so. Facebook wäre das. Ich habe dir das jetzt in diesem Ninja-Video geschickt. Ja, kannst du mir das im Discord schicken? Das wäre einfacher. Achso, ja, klar. Das wär wirklich einfacher. Runde. Dann kann ich das nämlich euch mal geben und dann könnt ihr euch mal angucken. Chat, falls ihr übrigens Fragen habt an Philipp, dann stellt die einfach rein. Ich pick die dann raus und schmeiß das jetzt gleich, weil ich habe keine Fragen mehr an Philipp. Dann schmeißt ihr das Philipp gleich alles an die Rübe. Vielleicht wollt ihr ja wissen, was in dem Container drin ist. Man merkt, Philipp hat nicht viel mit Internet zu tun. Wieso? Weil Philipp keine Links schickt. Aber das ist okay. Oh, ja. Philipp schickt nämlich nur Handles. Schön. Sekunde, ich kann dir auch den Link schicken. Moment. Naja, das mal kann ich auch machen. Währenddessen du gleich wahrscheinlich Fragen beantwortest. Keine Fragen, ich bin morgen da. Na, dann ist doch gut. So. Sehr gut. So, ich baue mal die Links. Habt ihr Fragen, Chat? Brechstange nehme ich mit. Dann klären wir das mit dem Container. Ach so, ja gut. So, jetzt muss ich nur gucken, ob das hier die richtige Internetseite ist. Das ist absolut korrekt.
Dann habt ihr hier schon mal Instagram, dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist die Homepage. Da könnt ihr euch das auch angucken. Der Homepage-Link war leider falsch. Ja, ja. Der ist falsch? Nö, ich komme auf die richtige Seite. Ah, okay. Sehr gut, dann passt es. Den, den ich den Discord geschickt hatte, war jetzt irgendwie User. Aber okay. Nö, bei mir funktioniert alles. Hier ist die Internetseite. So, dann werden wir mal los. Ab wann wird das fertige Ding bestenfalls kaufen können? Also, das hängt natürlich jetzt stark ab von der Crowdfunding-Kampagne. Wenn wir die ersten vorbestellen, kannst du dann wahrscheinlich so zwischen dem 13. Oktober und es wird wahrscheinlich 30 Tage lang gehen, den 13. November. Da kann man die erste Vorbestellung machen. Und der Plan ist, dass wir die ersten Sitze, das ist jetzt aber schon sehr sportlich, vor Weihnachten noch ausliefern. Aber das, wenn überhaupt, werden das wahrscheinlich nur 1, 2, 3 Sitze werden. Das ist mein absoluter Plan, aber das High-Stake-Ziel. Mal gucken, wie schnell wir da hinkommen. Also das ist, aber ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen. Das heißt, wenn du normal bestellst, innerhalb der Crowdfunding-Kampagne, realistisches Ziel Ende Q1 24. Anfang Q2 24. Du hast dir wirklich sehr sportliche Ziele gesetzt, mein Freund. Richtig dann. Ja. Also das ist das Ziel. Wir werden halt auf jeden Fall halt immer updaten, wie halt der aktuelle Stand ist. Ja. Ja. Aber das wäre halt cool, wenn man da vor Weihnachten die ersten Sitze ausliefern könnte. Aber das, wie gesagt, das ist das Eisdeck-Ziel. Wir werden sicher die ersten 2, 3 Produkte werden dann auch einen besonderen Support von uns bekommen. Ich glaube, das Groß wird dann einfach im ersten Halbjahr 24 sein. Wie viel muss man backen, damit man den ersten bekommt? Also da bin ich jetzt gerade noch in der Findungsphase, wie es dann letztlich veröffentlicht wird. Das wird auch ein bisschen darauf ankommen, wie wer der, also die Super Early Bird, dann gibt es ja die Early Birds, dann gibt es die Late Birds und so weiter und so fort. Da wird es verschiedene Stufen geben. Also ich vermute mal, pro Vorbestellung werden es halt ein paar hundert Euro werden, so zwischen 400 und 500 Euro in dem Bereich, dass du als Anzahlung machst und dann ja, und dann wird sich zeigen, und dann wirst du halt einen Rabattcode dafür bekommen oder einen Gutschein für den letztlichen Verkaufspreis. Also rein hypothetisch. Ich leihe dir jetzt 5 Scheine, also 5.000 in die Dings rein, in deine Crowdfunding-Kampagne. Krieg ich den ersten Sitz? Wenn du 5.000 zahlst, dann kriegst du den ersten Sitz. Also das kann ich dir jetzt so sagen. Ich frage nur für einen Freund. Ja, das, bisher, ich bin jetzt hier praktisch, das ist mein erster öffentlicher Auftritt, sage ich jetzt mal hier bei dem. Insofern, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das wäre natürlich cool. Das sind übrigens Worte, die ich immer sehr gut und sehr gerne höre. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, irgendwo muss ich ja priorisieren, ne? Also. Also ich würde mal sagen, ich hab in meinem Chat, nach meinem Wissensstand, so 1, 2 Menschen, die haben Rigs, da ist wirklich schon alles dran, was da rangehen kann. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo die sagen, oh, ich kann mal wieder was kaufen. Sehr schön. Gut, genau diese Leute. Oh, toll. Mensch. Ich, wie gesagt, ich frage nur für einen Freund. Ja, ja. Sehr schön. Nun, ich hatte hier noch eine Frage und zwar hat man schon ein Gefühl, wie der wie wartungsarm das Ganze ist? Ja, also der Plan ist natürlich, dass es sehr wartungsarm sein soll. Mhm. Wir sprechen natürlich hier von pneumatischen Komponenten. Ich werde natürlich eine Herstellergarantie geben, in der Zeit, wenn irgendwas ist an dem Sitz, zurückschicken oder wir schicken Ersatzteile mit einer einfachen Anleitung, dass es zum Wechseln ist. Da bin ich selber noch sehr gespannt, wie das dann tatsächlich dann laufen wird. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Dauertests dann drauf an. Aber das ist eine regelmäßige Wartung, was sein kann, dass man Filter wechseln muss, also Luftfilter, weil die Kompressoren meisten arbeiten mit Öl und das heißt, wenn sie ölfrei sind, müssen wir schauen, dass wir halt die Komponenten auch sauber halten, ja? Also die Ventile
Und es kann sein, dass man dann Filter eventuell das ein oder andere Mal tauschen muss. Mhm. Das ist eventuell eine Wartungsarbeit, die möglich ist. Ja. Was auch natürlich sein kann, also Wartung in dem Sinne, also was ich schon öfters gehört habe von Leuten, die deutlich mehr Zeit haben zum Simracen als ich leider, ja. Dass sie ihren Sitz alle paar Jahre wechseln müssen, weil sie ihn durchsitzen. Ja. Also das ist etwas, was von mir, also wo ich wirklich sagen muss, aus eigener Erfahrung, krass, okay, das ist interessant zu hören. Aber ja, insofern, das ist natürlich dann spannend für den Sitz, wenn der durchgesessen ist, Abnutzungserscheinungen, dass man dann halt schaut, okay, kann man nur den Bezug zum Beispiel tauschen oder halt den Bezug und die Kissen tauschen, dass man dann halt eine coole Lösung findet, die halt dann auch für jeden dann auch ja, akzeptabel ist, sage ich jetzt mal. Ja. Also vom Aufwand her, sowohl zeitlich als auch finanziell, wenn man da was kaputt macht, sage ich mal, oder halt einfach abnutzt. Genau. Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, nach 2 Jahren, mein Momo Daytona XXL, der könnte eigentlich komplett frisch neu bezogen werden. Der ist durch. Also der ist wirklich krass. Durch. Du sitzt auf dem Boden, sitzt du auf der Schale. Da ist nichts mehr. Okay, krass. Ja. Das ist definitiv ein Thema, wo man dann schauen muss, wie das dann laufen wird für die Leute. Aber da, wie gesagt, es wird eine Herstellergarantie geben, wo man sagen, okay, in dem Zeitraum darf nichts passieren bei normaler Nutzung, ohne mutwillige Beschädigung oder Zerstörung von dem Teil, ist klar. Aber dann nach längerer Nutzung, klar, dann wird es halt solche Abnutzungserscheinungen bei den einen oder anderen geben. Aber auch dann, wie gesagt, dann soll halt das, die meisten Teile sollten einfach gleich bleiben und dann tauschen wir nur die Dinge aus, die auch ausgetauscht werden müssen. Ich habe persönlich noch eine Frage. Wie ist das mit richtig viel Schweiß? Das ist wie bei jedem Sitz dann auch einfach ein Thema, wo du halt schauen musst, dass du, wie du dich selber wohlfühlst. Wir haben noch eine Idee, was wir machen möchten, aber das ist, das weiß ich nicht, ob wir das noch umsetzen können bis zur Messe, aber das ist auf jeden Fall was ich testen möchte noch, dass wir die Abluft aus den Ventilen nutzen zur Kühlung. Also, dass du praktisch, wenn du fährst, weil viele schwitzen ja am Rücken, und dass man dann praktisch die Abluft nutzt, um die dann wieder reinzublasen auf dich selber. Das kann allerdings halt nur bis zu einem begrenzten Umfang funktionieren, weil du ja den Durchfluss von der Abluft brauchst du auch relativ hoch, ja, und schnell. Also das Zeug muss schnell ablaufen, damit du, also oder abfließen, die Luft, dass dann das Kissen sich auch schnell genug wieder komprimiert, ja. Aber das ist definitiv was ich auch noch machen möchte, dass man halt diese Abluft am Rücken ansetzt, um da ein bisschen eine Belüftung reinzubekommen und somit dann halt hoffentlich weniger schwitzt. Aber du hast ja dann 2-in-1. Ja, das wäre dann praktisch die Zusatzfeature. Aber wie gesagt, das sage ich jetzt als meine Idee. Natürlich. Also, da sind wir prototypentechnisch noch nicht weit genug, aber es freut mich auf jeden Fall, deine Reaktion zu sehen, weil das gibt mir mehr Motivation in die Richtung, auch noch mehr Zeit reinzustecken, um das schnellstmöglich zu haben. Naja, überleg mal, pass mal, also jetzt mal wirklich, ich schwitze wirklich wie ein Schwein, ne? Also mein T-Shirt kannst du nach dem Rennen kannst du ausbringen, so. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ey, okay, Jungs, wir haben einen G-Seat, der kostet, ich sag jetzt einfach mal 4 Scheine, so. Aber wisst ihr was? Wir haben on top noch ein bisschen, weil wir 5 Heads sind. Wir hatten noch eine Idee. Wir entlüften das Ganze, weil die Luft muss ja eh irgendwo hin. Und warum kühlen wir nicht euren Rücken damit? Ja, genau. Das ist für mich so, also wann darf ich den ersten Sitz kaufen in dem Moment? So, weil ich finde das mit der G-Kraft finde ich ja schon geil. Aber dass ich dann noch einen belüfteten Sitz kriege dazu, da sehe ich mich. Okay, sehr schön. Ja, da sehe ich mich. Weil, tolles Feedback, auf jeden Fall, mega. Naja, weil Abluft habt ihr ja so oder so. Genau. Warum denn nicht noch nutzen? Richtig. Wenn es genau, möglich, wenn es einfach, in Anführungsstrichen, einfach möglich ist. Geil. Genau. Das ist auf jeden Fall was wir noch entwickeln müssen. Das hat es für mich für die Messe nicht die absolute Priorität, klar, weil da müssen wir erst alles andere schauen, dass es alles funktioniert. Aber das ist vielen Dank fürs Feedback, weil das ist was ich schon klar an mir selber auch denke, weil ich selber auch schwitze wie ein ja, also ja, das ist einfach so, du hast ja auch einen Puls, der abartig hoch ist, wenn du ein Rennen fährst, also wenn du es ambitioniert genug machst, sage ich jetzt mal, und dann wäre das natürlich schon spannend. Ja. Aber mal gucken, wie gesagt, das ist halt die Ablauf- oder die Abflussgeschwindigkeit, muss halt so gut wie möglich sein und ist halt auch was akustisch drin ist. Ja. Da müssen wir mal gucken, wie es auch den Leuten dann am besten gefällt, also vielleicht kriegen wir dann schon irgendwie ein
funktionalen Prototypen auch für die Maschinen, dass man sagen kann, okay, so wäre das dann, wenn die Abluft wäre, ja, vom Ton her und vom Gefühl her, wie gefällt dir das dann? Und dann können wir auch mal gucken, okay, was wollen denn die Leute mehr? Wollen sie lieber, dass es lautlos irgendwo in der Box ist? Oder wollen sie dann lieber die Luft dann auf sich geblasen bekommen? Aber dann wäre es halt auch natürlich ein Ticken lauter. Und wie ist dann der Effekt darauf, wie sie komprimieren? Pass auf, ich baue dir folgendes Szenario. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt unterhalten wird. Ja? Du fährst ein 24-Stunden-Rennen und du musst von den 24 Stunden 6 Stunden fahren. In der sechsten Stunde, glaube ich, freust du dich jedes Mal, wenn du durch eine Kurve fährst und dir drückt der ganze Körper zusammen und du bist halt ja wirklich angestrengt, weil auch die Wheelbase macht die ganze Zeit den ratatatatatatat und du fährst aus der Kurve raus. Und danach kriegst du so richtig schön die kalte Luft reingepfiffen und du freust dich eigentlich auf jede Kurve, ja, weil genau, du weißt so, geil, ist das anstrengend, gleich kommt die Luft, gleich kommt sie und dann fährst du so, ah, oh, wie geil. Ich glaube, das stelle ich mir persönlich jetzt gerade so einfach nur aus Spielerei, stelle ich mir das unglaublich schön vor, dieses Gefühl. Nun, ja. Ghostink hat noch eine Frage gestellt. Wie ist eigentlich das Verhältnis von wir haben eine klare Endvision zu der Weg ist das Ziel? Deine Frage. Aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt mal gesagt 50-50. Okay. Aber klar, nee, weil beides ist wichtig. Klar, der Weg ist das Ziel. Das ist generell, finde ich, eine wichtige Lebenseinstellung, finde ich, bei vielen Dingen. Gerade beim Kunden. Man kann Pläne über Pläne machen und ich habe da jetzt schon eine Erfahrung gemacht und am Ende des Tages ist es wichtig, einen Plan zu machen, um zu wissen, mit was man startet, aber man sollte da niemals zu hart dran verhängen, weil so viele Dinge sich ergeben am Weg und dann machst du was anderes. Ne? Auf der anderen Seite ist die Vision natürlich sehr, sehr stark. Ich möchte am Ende einen geilen Cheat-Seat haben, weil ich das persönlich haben will. Ja? Also ich möchte selber, und das ist der große Antrieb von mir auch natürlich, weil ich das Ding einfach selber dastehen haben möchte und damit fahren möchte. Ja. Selbst wenn dann keiner kauft, und das muss ich sagen, ist das Schöne an dem auch wenn es sehr aufwendig ist und alles, am Ende des Tages, wenn wir einen geilen Prototypen haben und wirklich keiner kaufen will, haben zumindest Philipp und ich am Ende einen sehr geilen Simulator, wo wir selber fahren können. Und dann müssen wir uns halt was anderes suchen. Ja? Also das ist das Schöne, die Downside ist, sage ich jetzt mal, überschaubar. Mhm. Aber das ist klar die Endvision. Ein cooles Produkt haben, und dann auch eine coole Firma drauf bauen, wo die Leute wirklich Bock drauf haben, drin zu arbeiten und an einem tollen Produkt einfach letztlich zu arbeiten, was wirklich Mehrwert bringt für die Simracer. Das Murmel hat noch gefragt, wie regelt ihr das mit der Entwässerung? Gibt's irgendwas, also er fragt einfach nur nach der Entwässerung. Weil, also wir machen ja kein Hydrauliksystem, oder meinst du Entwässerung den Schweiß von den Fahrern? Ich weiß nicht, ob man irgendwie mit Pneumatik, ob sich da Wasser ansammelt oder so, I don't know. Das war jetzt einfach nur so gefragt. Das wären wir jetzt auch neu. Also der Kompressor, den muss man ab und zu, also das hätte ich jetzt aber nicht unter Wartung gesehen, den Kompressor muss man manchmal den Tank aufmachen und wieder zumachen. Ah, das war es wahrscheinlich. Dem End-User dann auch zutrauen, dass er da mal alle paar Stunden hinläuft und den Tank auf und zumacht. Aber das, wenn das jetzt gemeint war, ansonsten müsste ich jetzt nicht... Alle paar Stunden? Kommt da so viel Wasser zusammen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich selber habe es noch nie machen müssen und das Ding läuft schon wirklich lange. Das war jetzt in die Luft gesprungen. Ah, ja, okay. Da wird es noch einen Hinweis geben, wie oft man das machen muss am Ende des Tages, aber also das wird völlig überschaubar sein. Mhm, okay. Also und der Prozess, den man macht, ist dann, du schaltest den Kompressor ein oder du schaltest deine Box ein und dann machst du einen Hebel auf und machst wieder zu und das war's. Also einfach nur dein Einschaltprozess verlängert sich bei Handgriffe. Ah, okay. Das ist kein langer Prozess oder so. Machst du denn irgendwie einen Wasserbehälter drunter oder wie? Also Messbecher und dann lässt es da reinlaufen, quasi. Also okay, das ist eine Frage für Zukunft, Philipp. Das ist eine Frage für den Zukunft, Philipp. Oh, okay, dann fragen wir später Zukunft, Philipp. Aber ihr denkt daran, hast du ja, denke ich. Ja, klar, natürlich. Also das kommt dann mit den Dauertests. Ja. Wird dann diese Frage beantwortet werden, ob man da... Ja, genau, also das wird sich dann zeigen. Das kann ich schlicht und ergreifend gerade noch nicht beantworten. Wenn das, also, und viel Wasser wird das nicht sein. Also, wir reden da von Tröpfchen. Also, ja. das,
das ist vollkommen überschaubar. Eventuell, was ich jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, eventuell machen wir das einfach standardmäßig, wenn du das Ding ausmachst, ja, dann das Ding einfach entlüftet, ja, und dann die paar Spritztropfen kommen dann raus, die verdunsten praktisch sofort, ja, und dann sammelt sich auch niemals. Also insofern, da wird eine tolle Lösung geben am Ende des Tages, aber es hat immer nicht so. Okay. Kylent hat gefragt, ist das ein ganzer Sitz oder gibt es auch ein Kit, dass man seinen eigenen Sitz damit selbst ausstatten kann? Sehr gute Frage. Wenn ich die noch ein paar Mal höre, wirst du es geben. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Also natürlich, das wäre natürlich vielleicht sogar auch eine coolere Lösung, weil dann ist das ganze Thema Ergonomie weg. Weil dann kauft sich einfach jeder, der einen Rennsitz zu Hause hat, kauft sich das Kit und muss dann die Kissen einbauen. Ja. Was natürlich schon ein bisschen Aufwand sein kann, also damit das gescheit sitzt. Also es kommt aber darauf an, wo die Ventile sind. Ja? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel bei dem Kissen das Ventil da. Mhm. Und dann musst du die Leitung irgendwo verlegen. Wenn du die Ventile da hast, dann musst du eventuell ein Loch in deinen Sitz reinbohren. Ja. Also insofern kann das eventuell ein bisschen aufwendiger sein für viele User. Aber das wäre, also ganz ehrlich, das wäre eine tolle Lösung, weil wir natürlich dann auch dieses Ergonomie-Thema einfach weg haben vom Tisch. Eine Sitzlösung anbieten, aber auch die Kit-Lösung. Also ich werde es mit Sicherheit auch bei der Crowdfunding-Kampagne, die Kit-Lösung wird es da geben. Und dann werden wir sehen, wie viele Leute das auch wirklich haben wollen und dann wird es das auch geben. Ja, ich glaube wirklich, dass es sehr viele DIYler gibt, die sich den Bausatz holen würden und dann denke ich, das einfach in ihr Sitz einbauen. Mit einer gewissen, genau, Anleitung, weil du hast ja jetzt auch mit einer gewissen Anleitung dein Motion zusammengebaut. Genau, richtig, genau. Also das muss man sagen, das ist richtig cool, dieses Motion Rig. Also das ist echt vergleichbar mit den handelsüblichen Lösungen vom Feedback her. Und klar, es baut halt relativ groß, aber ist schon eine coole Sache. Aber man muss halt schon auch, also das ist nochmal anderes DIY, weil da muss da wirklich alles, also 3D-drucken, die Teile, die einzelnen, ja, Komponenten, alle die Zuschnitte von den Aluprofilen, muss alles einzeln bestellen, ja, und dann bauen sie so zusammen. Und das muss man ja auch sagen, das ist ja kein kommerzielles Produkt, mhm, oder kommerzielles Projekt. Das SFX100 ist ja wirklich das ist ja eine kleine Gemeinschaft, sage ich mal, an Enthusiasten, die sich da gegenseitig unterstützen, und da verdient ja keiner Geld dran. Also das ist also wirklich ein tolles Projekt gewesen oder ist ein tolles Projekt. Und, aber unser Ansatz wird dann sein, okay, du kriegst das Kit komplett fertig und du musst es nur an deinen Sitz dran bauen. Also das wird dann so sein. Wenn ich jetzt kurz mal zwischenfragen darf, unabhängig von deinem G-Seat, was hat dich das denn gekostet, das zusammenzubauen, das DIY Motion? Das Motion Rig? Ja. Materialkosten waren so um die 2000 Euro. Okay, danke. Danke, okay. Also ich glaube, ein bisschen weniger als 2000 Euro in der Summe für die Materialkosten, aber so in dem Dreh. Aber ich habe das Alu gekauft vor dem Ukraine-Krieg. Insofern glaube ich, das Alu wird jetzt deutlich teurer sein, habe ich nicht mehr gecheckt in, okay, der Zwischenzeit. Aber so in dem Dreh musst du ungefähr rechnen wahrscheinlich. Zurück zum Sitz, war nur kurzer Exkurs. Ne Kryptik hat gefragt, er sprach ja eben von Garantie. Falls etwas kaputt gehen sollte, sind die Teile dann einfach modular austauschbar oder ist einschicken oder muss man das dann einschicken? Genau, also das ist natürlich auch eine wichtige und interessante Frage, weil klar, das Einschicken ist natürlich dann end der Eck, weil es ein riesen Ding ist. Ja? Also insofern ist mein Plan, mein Ziel, alle oder so viele Komponenten wie irgendwie möglich modular austauschbar zu haben, wenn was kaputt geht. Mhm. Dass du nichts einschicken musst, sondern wir schicken dir ein Ersatzteil zu. Du schickst vielleicht ein Foto vom kaputten Ding, um zu sagen, okay, ist wirklich kaputt. Oder musst halt vielleicht die Komponente austauschen und uns zuschicken, dann können wir sie noch reparieren, wenn es vielleicht was Hochwertigeres ist, wie ein Ventil oder so. Und dann schicken wir dir die Ersatzteile zu. Also das ist definitiv das Ziel. Es wird vielleicht nicht für alle Komponenten so einfach möglich sein, gerade wenn die Fehlersuche nicht so einfach möglich ist. Dann kann es sein, dass man vielleicht auch entweder die G-Box, also die große Box, oder den Sitz zuschicken muss. Aber im Idealfall, ich meine, wir sind ja bei dem Sitz, wird es einfach, besonders am Anfang, wird es einen super Kundensupport geben. Also das ist was mir halt super wichtig ist. Und da werden wir sprechen und dann werden wir eine Lösung finden, die am coolsten ist für den jeweiligen User. Also, aber ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Dann hat Messenger noch gefragt, die Frage wirst du wahrscheinlich auch relativ häufig beantworten müssen. Wird es unterschiedliche Versionen geben, also nicht nur die Größe, sondern auch die Menge an Kissen? Genau, ja, also da wird es definitiv unterschiedliche Versionen geben. Wir werden jetzt mit der Basisvariante starten, die wahrscheinlich nur links, rechts kann. Dann wird es die nächste Ausbaustufe geben mit hinten vorne, wo ich den G-Belt, also den aktiven Gurt dann einbaue. Weiß ich noch nicht sicher, ob es in der unteren oder in der mittleren Variante geben sein wird. Und dann wird es die oberste Variante geben, wo alle Kissen, der G-Belt und noch Head Movement drin ist. Also das ist so die Roadmap. Aber die Crowdfunding-Kampagne wird es erstmal vermutlich nur die ersten zwei Varianten geben, wo wir auch mit dem G-Belt, also mit dem aktiven Gurt auch arbeiten werden. Also den wollt ihr gleich mit dann ausliefern, wenn ihr in Produktion geht? Den. Genau, also für die mittlere Variante möchte ich den auf jeden Fall auch gleich mitgeben. Ja. Also oder mitentwickeln dann. Also das ist ja dann die Frage, wie gut sind wir dann schon mit dem Prototyp, mit dem aktiven Gurt auf der Messe? Wie viele Leute werden dann innerhalb der Crowdfunding-Kampagne auch den wirklich bestellen wollen, falls wir es nicht sind? Wir werden sehen, ob wir diese, also aber ich möchte auf jeden Fall früher oder später diesen aktiven Gurt, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Feature, weil ich selber die auch schon ein paar Mal gefahren bin und aktiver Gurt ist einfach geil. Also ja. Das gehört halt auch voll dazu. Also insofern, den wird es definitiv irgendwie mal geben dazu. Frage ist bloß, in welcher Variante es den geben wird und ab wann der dann bestellbar sein wird. Ja, da frage ich gleich wieder für einen Freund, wie viel muss man backen, dass man den ersten kriegt? Ja, wie gesagt, das ist, also ich kann die verschiedenen alles Varianten. Gut. Ich mache nur Spaß. Davon ist noch nicht eindeutig. Ich mach nur Spaß. Messi hat nochmal, also Messenger hat nochmal eine extra Frage dazu gestellt, die hinterherkommt. Lassen sich die Sitze dann auch upgraden? Auch eine gute Frage. Ich möchte es so haben, ja. Okay. Ob das einfach möglich ist, weiß ich noch nicht. Also das kann ich wirklich noch nicht sagen. Also dann kommt es natürlich auch immer ein bisschen auf den Kunden drauf an, wie viel ist er denn bereit, handwerklich dann auch wirklich dann zu schrauben oder zu bohren im Zweifelfall. Also das kann ich jetzt schlicht und ergreifend Stand heute noch nicht sagen. Das wird auch ein bisschen davon abhängen, was wollen denn die Leute wirklich haben am meisten. Also in der Crowdfunding-Kampagne ist für mich das große Ziel halt herauszufinden, okay, was wollen die Leute denn wirklich haben und wofür sind sie bereit auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen. Und dann können wir schauen, okay, welche Varianten sind am beliebtesten und welche Varianten weniger beliebt und dann die entsprechenden Ausbaustufen auch uns überlegen, wie wir es dann modular aufbauen, dass es dann mit wenig Aufwand geht. Aber auch wieder in meinem Head, am liebsten kaufst du dir am Anfang erstmal die Basisvariante, um zu testen, wie es ist, findest es richtig geil, möchtest dann aber noch mehr haben und bestellst einfach den Gurt nochmal nach und dann kannst du den Gurt dranbauen, easy, ohne Probleme, oder halt eben weitere Kissen noch einbauen. Okay. Ja. Das möchte ich noch kurz einmal fragen. Sind die Kissen, also wie habt ihr das umgesetzt oder wie ist das gerade in eurem Kopf? Möchtet ihr die Kissen einnähen oder habt ihr solche Taschen, wo man den Bezug abzieht und die Kissen dann sozusagen reinschiebt? Oder also im Idealfall sollten die Kissen unter dem Bezug sein. Ja, genau. Genau, also dass dann praktisch der Bezug eine geschlossene Fläche ist, allein schon zur Reinigung, dass das einfach ist. Ob man dann im Bezug Schlitze hat, dass man die dann einfach, also mit einem Glättverband aufmacht, Kissen raus, neues Kissen rein, weil kaputt beispielsweise, weil anderes Kissen besser, who knows. Diese Option wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch schon geben. Also dass man dann halt diesen modularen Austausch-Effekt hat, ist das Kissen da undicht geworden zum Beispiel, dann kann man das schnell tauschen. Aber natürlich soll das Endprodukt möglichst clean erstens ausschauen und b auch clean gemacht werden für die Reinigung. Und deswegen ist dann ein geschlossener Bezug halt schon dafür auch wichtig. Ich finde es sehr schön, dass ihr an super viele Dinge gedacht habt, die scheinbar ziemlich wichtig sind. Also gerade wirklich wartungsfreundlich und ich sag's jetzt einfach mal, und das meine ich nicht böse, idiotensicher. Ja, man muss mit allem rechnen, auf jeden Fall. Aber ich habe noch eine einzige Frage, ich persönlich jetzt, und die ist wichtig. Wie katzensicher sind solche Kissen? Also, wir verwenden hoffentlich ein Kissenmaterial aus Cordura. Das ist also sehr starkes Material.
das sollte kratzfest sein. Und dann ist ja der Bezug auch noch drüber. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass es katzensicher ist und die dann nicht durchkommen. Ja? Also es kommt ganz drauf an, was für ein Tiger du da auf dem Schreibtisch liegen hast. Aber Mozart ist hellhörig, er ist dabei. Ich weiß nicht, wie es bei BJ aussieht, der ist gerade nicht da. Es gibt noch einen zweiten. Ja, okay. Es gibt noch einen. Naja, Katze alleine halten ist ja doof. Er hat noch einen Freund. Oh, okay. Die sind zwei Kumpels. Okay, gut, aber es ist schön. Danke an Dotted Fish, denn der hat die Frage nämlich gestellt. hier ist von Spark One. Wie sieht denn die Belastbarkeit aus, also im Sinne von Körpergewicht des Nutzers? Also, das kommt natürlich mit dem Thema Ergonomie noch da zusammen. Ja? Also grundsätzlich, besonders für die wichtigen Seitenführungskissen, ist es ja im Endeffekt wichtig, wie viel Volumen der Körper hat, aber nicht zwangsläufig, wie schwer er ist, weil die Gewichtskraft wirkt ja nach unten. Und selbst wenn wir die Sitzkissen, also die Beschleunigungskissen, was ich vorher gemeint habe, die vorne am Sitzen, die sind ja wirklich nur unter den Beinen. Also man muss schon wirklich, pardon my French, aber man muss schon wirklich sehr fett sein, dass die zu schwach sind dafür, um das zu heben. Also insofern glaube ich, das wird keine Probleme sein. Also auch im Rücken, also das ist ja alles praktisch, es wirkt ja waagrecht gegenüber dem Körper. Insofern, die Gewichtskraft sitzt ja im Endeffekt am Hintern und da werden wir nicht drücken. Ja? Also wir werden an den Beinen drücken, Männern, von unten oder am meisten halt eben von der Seite. Und genau, da ist einfach nur das Volumen entscheidend, aber die Gewichtskraft ist da nicht der wichtigste Faktor. Okay. Wir nennen es jetzt einfach mal, also nicht fett, sondern ein bisschen körperlich schwerer. Korpulenter, genau. Genau, also das geht. Also wie gesagt, da sollte also es soll für jeden nutzbar sein, ganz klar. Also so klein, groß, schwer, leicht, das ist mir, also soll alles machbar sein. Und von der Technologie her sehe ich da auch keine Probleme her, von der grundsätzlichen Physik, dass da irgendwie Probleme. Also ich sag mal so, wenn du 2,6 Bar, wenn dich das nicht bewegt, dann glaube ich, passt du auch nicht mehr in so einen Sitz rein. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Dann musst du wirklich was anderes fahren. Genau, ja, denke ich auch. Also das, genau, der Effekt wird spürbar sein für jedermann und da werden wir keine Themen haben. Habt ihr euch an dem Sitz schon mal verletzt? Blaue Flecke, sowas in die Richtung? Nee, wie gesagt, also wir haben zwar einige Explosionen schon gehabt, aber glücklicherweise alles glimpflich ausgegangen. Okay. Da bin ich auch halb froh drum, also weil natürlich für uns das Thema Produkthaftung natürlich dann auch noch Thema sein wird, ja, womit ich gerade noch nicht auseinandersetzen kann. Wir sind im Prototyping, aber das haben wir natürlich als Damoklesschwert schwebt das über mir oder über uns und da werden wir uns natürlich auch absichern, aber wir sind jetzt im Prototyping natürlich viel radikaler rangegangen, da wird es viel mehr Versuche und Tests geben und alles, dass dann später für den Enduser dann auch wirklich eine sichere Bank ist, aber uns verletzt haben wir uns wirklich noch nie, glücklicherweise. Mhm. Also, falls du mal jemanden brauchst für Langzeittests, sagst du später mal Bescheid, ja? Ich hab bis jetzt alles klein gekriegt. Okay. Nee, stimmt nicht. Ich habe meine Simucube habe ich noch nicht klein gekriegt. Kriegst du es, dann hast du zumindest eine Komponente schon mal beim Simulator, die Sicherheit hält dann, oder halten wird. Die hält, du, das, die hält auf jeden Fall. Aber du, wenn du wirklich Dauernutzung mal einen Test brauchst, sagst du Bescheid. Ich fahr dir das Ding einen ganzen Monat runter. Und dann gucken wir mal. Dann hast du auch gleich Katzen noch am Stissel, die auch gerne mal reinkrallen und so. Ja, genau. Ich frag nur für einen Freund. Ja. Das ist derselbe Freund, der den ersten Sitz haben möchte. Genau. Scheint ein toller Freund zu sein, auf jeden Fall. Ich hab nur super Freunde. Sehr gut, ich auch. Kenjuk hat nochmal eine Frage gestellt. Wie sieht es denn mit der Kompatibilität mit den Spielen aus? Was müssen die Spiele unterstützen, dass das System funktioniert? Die hatten wir jetzt schon, Kenjuk, aber vielleicht können wir ja noch eine ausführlichere Antwort kriegen, weil so auch die Roadmap ist für später. Genau, also kein Stress. Also wie gesagt, aktuell fokussieren wir uns auf iRacing, auf Formel 1 und auf Assetto Corsa. Ich denke, wir werden noch Dirt Rally oder irgendeine Rally-Simulation noch einbringen, dass wir auch einen Fahrer haben können, der einfach wirklich die ganze Zeit im Driftbereich drin ist, um einfach da hast du dann die meisten Seitenführungskräfte nochmal, ja? Wobei, wenn du dann auch statisch bist, dann ist es gar nicht mehr so stark. Aber auf jeden Fall, Rally wird es dann auch noch geben. Und dann werden wir einfach ausbauen, so schnell wie möglich auf alle gängigen Simulationen. Kompatibil, also genau. Software technisch wird es so sein, dass wir
eine eigene Software haben. Also das heißt, der User muss im Idealfall, also das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber so wie es aktuell ausschaut, wird er nichts, also keine eigene Software am Rechner installieren müssen, sondern es wird alles über die Elektronik und über den Raspberry laufen vom G-Seed. Und dann hast du eine Web-UI, die machst du auf und dann passt das. Also das ist der Idealfall. Mal gucken, eventuell müssen wir aber den Raspberry rauswerfen und dann muss man was installieren. Also insofern, das kann ich besser beantworten, wenn wir auf der SimExpo sind, wie es da damit ausschauen wird. Aber wir werden auf jeden Fall so gut wie möglich am Anfang schon die gängigsten Simulationen bespielbar haben und dann immer mehr dazukommen lassen. Nichts installieren klingt super geil. Wäre ich dabei? Das holt mich ab. Das wäre ein tolles. Ich meine, ich weiß nicht, ob das. Ich spinne einfach mal kurz eine Idee, dass ihr irgendein Modul drin habt, was die Einstellung speichert und man die Software nicht immer starten muss. Also du startest die Software zwar schon, aber du hast ja praktisch einen extra PC. Also der praktisch, also der, über den Raspberry Pi ist ja praktisch ein externes Ding, ja, was du steuerst, und da läuft dann alles drauf. Ja, aber du gehst ja dann quasi jetzt über einen Webbrowser sozusagen auf das Gerät drauf. Aber falls ihr das rausnehmen wollt, es gibt nämlich auch mittlerweile ja auch Hardware, wo du Sachen in der Software einstellst, was ja gar nicht schlimm ist, aber du kannst es dann auf dem Gerät speichern, dass der das behält. Und dann musst du aber die Software nicht mehr anmachen. Das wäre halt auch geil. Richtig, das wäre auch noch eine Option, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr kundenfreundlich übrigens. Es ist unser, also oberstes Ziel ist, der Kundennutzen ist das oberste, die oberste Maxime, die muss immer so gut wie möglich erfüllt werden. Also das auf jeden Fall. Dafür müssen wir natürlich auch wissen, was wichtig ist. Von dem her vielen Dank fürs Feedback. Also das haben wir uns so auch schon gedacht und deswegen möchten wir das auch so umsetzen. Ist natürlich immer auch dann am Ende eine Kostenfrage. Ja. Haben wir noch eine Frage? Nö. So langsam gehen die Fragen aus, aber wir haben dich ja nur jetzt auch wirklich gelöchert seit anderthalb Stunden. Ja. Also, möchtest du vielleicht noch irgendwas loswerden, Philipp, was dir auf dem Herzen brennt, weil du hast jetzt wirklich mal Menschen da, die das auch hören können. Ja. Vielleicht hast du ja auch einen Freund, der eine Frage hat oder so. Ich meine, du könntest dir theoretisch jetzt for free Feedback abholen. For free. Ja, also sehr gerne. Feedback in jeder Art, gerne an mich. Wenn es jetzt publik vielleicht nicht sein möchte, warum auch immer, dann sehr gerne auch mir einfach privat, also oder auf diesen Accounts, die habe nur ich Zugriff, also das ist mehr oder weniger mein Privataccount, die Instagram- und Facebook-Seiten. Also ich bin da für jedes Feedback offen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich konkret. Also für mich ist natürlich immer spannend, was die Leute haben möchten, aber das habe ich jetzt aus den Fragen schon gelernt. Und dann wird es natürlich super spannend sein, jeder gerne eingeladen, hierher zu kommen, einen Termin mit mir ausmachen und zur Probefahrt kommen. Und dann kann man natürlich auch noch mehr ins Gespräch kommen und herausfinden, was für jeden wichtig ist. Woran wir vielleicht noch nicht gedacht haben. Also, aber ich denke, wir haben jetzt grundsätzlich schon mal eine ganz gute Bandbreite an Themen, an die wir gedacht haben, die in der Strategie drin sind oder im Plan drin sind. Jetzt muss man natürlich auch noch in die Umsetzung vollenden. Aber ja. Pass auf, es hat jemand eine gute Idee gehabt. Wir machen jetzt mal kurz eine Umfrage im Chat. Kann das mal jemand von den Moderatoren machen, wer das interessant findet und wer dafür Geld ausgeben würde? Weil dann hast du ja mal so grob eine kleine Zahl. Und dann habe ich auch noch eine Frage, die finde ich auch sehr cool. Das ist, denke ich, cooles Feedback. Und zwar von Razer Music. Wird es eine Anzeige geben, wie viel G-Kräfte anliegen? Ja, das ist ja deine Simulation am Ende des Tages. Also wir selber können dir auch natürlich die G-Kräfte, die wir auslesen, die wir verwenden, rausgeben. Aber entscheidend wird dann auch deine Simulation sein. Und ich werde auf der Messe schauen, dass ich jede Simulation, die ich habe, dann auch mit den G-Kräften darstelle. Also dass jeder dann auch sehen kann, okay, wie viel G habe ich denn jetzt gerade anliegen. Aber du möchtest ja wahrscheinlich auch, wenn du fährst, kein extra Fenster noch aufmachen. Um da dann zu sehen, okay, wie viel G-Kraft liest denn jetzt gerade dein Sitz aus? Warum nicht? Also, sich das vielleicht also, irgendwo als Overlay mit einbauen, dass man das sehen kann? Ich meine, für den Anfang? Das wäre vielleicht eine Idee, ja. Also das wäre technisch mit Sicherheit möglich. Muss mal gucken, wie aufwendig das dann tatsächlich wird. Ja.
Aber wenn das genügend Leute nachfragen, dann ist das sicher was Wertes, was man da mal implementieren könnte, auf jeden Fall. Also ich schreibe es mir direkt mal auf. Ihr müsst nur die richtigen Fragen stellen. Ja, genau. Ich habe leider nicht so viel mitbekommen, aber wo kann man Infos bekommen bzw. Hilfe? Ich poste dir jetzt nochmal die drei Links von Philipp. Von den beiden Philipps. Ist das ja? Ja, genau. Und dann kannst du dir das hier gleich mal ansehen. Und zwar könnt ihr euch bei Facebook melden, ihr könnt euch bei Instagram melden und ihr könnt euch auch auf der Homepage melden. So. Genau. Der Vote ist offen. Chat votet rein. Ist das für euch interessant oder eher nicht so interessant? Gebt mal ein bisschen Feedback, dann kann Philipp damit auf jeden Fall ein bisschen was anfangen. Nice. Also Philipp, ich muss sagen, ich bin dir sehr dankbar, dass du uns quasi als Laien mal mit in so ein, in deinen Kopf mitgenommen hast, dass wir einfach mal erfragen können, was in so einer Produktentwicklung drin steckt. Weil am Ende sind wir ja alles bloß doofe Simracer, die sich irgendwann für Summe X ein Produkt kaufen und das zu Hause hinstellen und einfach sagen, was Scheiße, ey, oder wow, ist ja geil. Und so kann man ja mal reingucken, was denn alles so in dieser Entwicklung drin steckt. Sehr gerne, sehr gerne. Es hat mich auch sehr gefreut, jetzt mit dir darüber zu sprechen. Und für mich ist es natürlich auch mega spannend, da die Fragen von dir als sehr erfahrener und ausdauernder Simracer so zu hören und natürlich auch von deinen Zuschauern. Also mega spannend, vielen Dank. Also aktuell geht der Vote aus. Ich schicke dir auch gleich einen Screenshot davon. Ich schicke dir einfach so einen Screenshot, Philipp, weil dann kannst du dir das angucken. Sehr gerne. Dann hast du hier nämlich mal ein paar Zahlen. Okay. Ich lasse das jetzt mal noch laufen und wenn das durchgelaufen ist, sage ich dir, am Ende schicke ich dir nochmal das Endergebnis. Okay, ja, sehr gerne. Cool. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ansonsten, Philipp, du hast jetzt nochmal, ich übergebe dir das, weil ich habe keine Fragen mehr und ich würde das sonst hier am Ende jetzt abschließen, damit wir uns nicht im Kreis drehen, weil einige Menschen kommen ja immer noch dazu und stellen dann auch die gleichen Fragen. Würde ich dir die Bühne bieten, dich zu verkaufen? Verkauf deine Seele! Wann, zum Beispiel, wann geht dein Crowdfunding los? Wo kann man dich vielleicht auf der Sim Racing Expo treffen? Wie kann man bei dir vielleicht mal fahren? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Deine Bühne. Sehr gerne, vielen Dank. Also, Crit Racing wird auf der Sim Expo zu sehen sein, also vom 13. bis zum 15. Oktober in Dortmund ist es. Wir haben da einen Kopfstand, also wenn man in die Halle reinläuft, wird man da gleich am Kopfstand des uns da sehen. Ich werde aber alle Informationen natürlich zur Sim Expo und auch hoffentlich jetzt mehr Informationen auch zur Produktentwicklung in meinen Social Media Kanälen posten. Also es wäre einmal auf Facebook und auf Instagram. Die Links hast du ja reingepostet, aber für die, die es vielleicht nicht lesen können, ich sag's nochmal, gs.crit.racing für Facebook und gs-crit-racing für Instagram oder auf der Homepage crit-racing.com. Könnt ihr euch gerne bei mir melden, also alle Accounts laufen eh bei mir, also jeder, der mir da schreibt, kann mir persönlich sozusagen schreiben. Ansonsten gebe ich da auch gerne meine Telefonnummer dann noch her, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und mich dann hier besuchen, hier im Makerspace in Prick. Das ist in Ingolstadt, also zwischen München und Nürnberg. Ich weiß nicht, wie weit deine Zuschauer verteilt sind im Dachraum, aber wir sind praktisch im mittleren Bayern. Und genau, und da können wir gerne einen Termin finden, könnt ihr vorbeikommen, eine Probefahrt machen, mir Feedback geben. Und ansonsten spätestens sehen wir uns hoffentlich auf der Sim-Expo. Und ansonsten auch vielleicht auf anderen Veranstaltungen. Also ich werde mit Sicherheit dann auch zwischen dem 13. Oktober, wo wir auch die Crowdfunding-Kampagne starten werden, auf Startnext vermutlich, bis zum 13., 15. November rum, in dem Zeitraum schauen, ob es vielleicht andere Veranstaltungen gibt, wo Autofreaks, Motorsportbegeisterte, Simracer, wer auch immer sich tummeln wird. Und dann werden wir uns da auch mit Sicherheit blicken lassen und den G-Seed zur Probefahrt freigeben. Schön. Man könnte das übrigens noch abkürzen. Geht einfach auf die Homepage, weil oben rechts in der Ecke findet ihr auch Facebook und Instagram. Und dann kommt ihr zu allen sozialen Medien. Genau. So. Easy peasy.
Ich schicke dir gleich die Ergebnisse noch hinterher, Philipp. Also Leute, stimmt mal ab, ob euch das interessiert oder nicht. Das findet ihr oben über den Chat. Da könnt ihr noch mal ein paar Zettel drücken, ein paar Knöpfe drücken, weil dann können wir nämlich Philipp vielleicht ein bisschen helfen, dass der mal so grob irgendwie eine kleine Zahl hat, womit er sich das mal angucken kann. Genau, also, wir sehen uns nicht auf der Simracing Expo, Philipp. Das, ja, ich habe schon mitbekommen, ist ja, genau. Ja, aber ich bin gewillt, eventuell, wenn du nach der Simracing Expo Zeit hast, mich auch mal an den Sitz zu setzen. Ich, cool. Weil mein Freund muss ja wissen, ob der das Geld da reinstecken möchte. Ja, genau. Das muss ich ja für meinen Freund rausfinden, ob das sich lohnt oder nicht. Genau. Da werden wir mit Sicherheit was finden, definitiv. Das wäre geil. Philipp, ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit, dass du Rede und Antwort gestanden hast und auch so offen und ehrlich auf alles geantwortet hast, nichts da irgendwie versucht hast zu verschleiern oder so. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und du sagst mir Bescheid, wenn A, Crowdfunding losgeht und B, wenn es neue Infos gibt und C, ob wir vielleicht irgendwann nochmal so einen Quatsch machen hier, wenn das Ding fertig ist. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für deine Zeit und dass ich die Möglichkeit hatte, hier mit dir zu sprechen. Und freue mich auf jeden Fall sehr drauf, wenn wir uns da widersprechen werden und hoffentlich dann auch mit einem fertigen Prototypen, den es auf Probe fangen kann. Das wäre geil. Und dann wollen wir endlich in den Container reingucken. Ja, genau. Ja, das dann hoffentlich sind dann schon 10 Sitze drin, die wir dann alle schon vorbereiten. Das wäre geil, wenn wir das nächste Mal quatschen, dass du einfach den Container aufmachst. Ja, genau. Das wäre schön. Das ist das Ziel. Philipp, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und hab ein tolles Wochenende und sehr viel Glück und viel Erfolg mit dem G-Seed und dass das Crowdfunding funktioniert. Vielen Dank, Nils. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Schönen Abend. Ich wünsche dir was. Ciao. Danke. Ciao.